Sehr schön. Das war schon sehr schön. Wir werden eine sehr schöne Weihnachtsfeier haben. Nur schade, dass vielleicht der eine oder der andere... Wie meinen Sie denn das, Herr Pfarrer? Nichts. Nein, nein, ich sage nichts. Los, ab mit euch. Marsch, marsch. Es könnte sein, dass die jahrelangen Anstrengungen Zinsen tragen. Dem uns in das Herz des Herrn Pfarrers hineingesungen, ne? Durch seinen Hintern vielleicht in die Freiheit. Los, los, los! Beeilung! Ah, jawohl, Herr Hausmeister! Na los, los, ab dann! Hopp! Ja, Herr Wachtmeister? Ab in die Bücherei. Bücherei, ja. Lehnert! Jawohl, Herr Wachtmeister! Holzplatz! Aber Herr Wachtmeister, Holzplatz, schon wieder Holzplatz. Kicken Sie sich doch mal meine Hände an. Haben Sie Angst vor Schwielen? Na, die habe ich doch schon. Dann lassen Sie sich nachher meine Kühe. Ruhe im Glied! Der feine Kurt, noch immer Angst vor ehrlicher Arbeit? Ehrliche Arbeit in der Uniform? Na los, hauen Sie ab, Mensch! Bauer! Wunderbar, Meister. Küche! Wunderbar, Meister. Bolle. Mensch, was ist denn mit dir los? Ist er weg? Ja. Der Pfarrer, der steht da oben am Fenster. Aber jetzt für den? Natürlich, da sagt er immer, arbeiten ist so gut wie beten. Und wer betet, dem hilft der Liebe hier. Badische Annelien. 505, bezahlt. Bochumer Verein 308. Guten Morgen. Oh, guten bezahlt. Morgen. Herr Pfarrer. Bleiben Sie sitzen. Bitte bleiben Sie sitzen. Na, Bruck, wie stehen die Aktien? Tja, Herr Pfarrer, jetzt müssen wir welche haben. Bei der Konjunktur. Wieder mit großem Wirtschaftsteil. Danke, Herr Pfarrer. Wer jetzt draußen ist und auch nur ein bisschen geschickt. Bruck, Sie wissen, dass ich Ihren Weg hier immer mit Anteilnahme und Wohlwollen verfolgt habe. Ja, das weiß ich, Herr Pfarrer. Ich sehe mir unsere Leute an und frage mich, ob es sich lohnt. Es sind nicht viele, aber bei Innbruck, da hatte ich das Gefühl, es könne sich lohnen. Ich habe mich für Sie eingesetzt, aber das wissen Sie ja schon längst. Oh, ich danke Ihnen, Herr Pfarrer. Für meine Weihnachtsfeier verliere ich leider meine besten Leute. Was denn, Herr Pfarrer? Kurt Lehnert und Charlie Bauer auch? Ich sagte ja, meine besten Leute. Aber nein, ich sage lieber kein Wort. Ich sage kein weiteres Wort mehr. Lediglich der Tatsache, dass unsere Gefängnisse überfüllt sind und der eifrigen Befürwortung durch Herrn Pfarrer Behrendt verdanken Sie es, dass ein Drittel der von Ihnen zu verbüßenden Strafe als ein außerordentlicher Gnadenakt mit einer Frist von 3 Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird. Sie können das hohe Fest in Freiheit feiern. Sehen Sie zu, dass Sie diesmal nicht wieder schon nach 6 Monaten hier sind. Donnerschlag, bin ich dünn geworden. Junge, das Leben hat uns wieder. Charlie, gib doch mal ein Spiel. Wie sitzt denn der Anzug, hä? Enorm, Junge. Hä? Enorm. Sowas. Nach 4 Jahren. Nicht mal Klamotten können die aufheben. Stinkt nach Motten, riech doch mal. Weiß ich doch, weiß ich doch. Meine Herren, ich wollte mich nur selbst von Ihnen verabschieden. Denken Sie trotzdem immer daran, Herr Lehnert, dass im Leben der innere Mensch entscheidend ist. Jawohl, hochwürden. Ich glaube, das habe ich jetzt erfahren. Durch Sie hindurch können wir in eine bessere Zukunft blicken, hochwürden. In Sie in Zukunft lieber zu Fuß, Herr Bauer. Autos führen in Versuchung. Mai, mai. Werden Sie abgeholt, Herr Bruck? Meine Frau und ich haben die 4 Jahre gestrichen. Wir fangen genau dort an, wo wir aufgehört haben. Sie hat damals gerade Sauerbraten für den Abend vorbereitet, als ich abgeholt wurde. Ich werde Sie
Ich werde Ihre Stimmen sehr vermissen. Ozon. Freiwillig 2 Stunden länger im Knast bleiben, damit er dem Pfarrer zuliebe im Chor singen kann? Komischer Typ, der Professor, wa? Er wird schon wissen, warum. Also? Ich sag dir nochmal, bei Mama ist Platz genug. Also gut. Komm. Nee, nicht zu Fuß. Wir nehmen eine Taxe, Mensch. Taxi! Immer treu, Straße 10, Chef. Pension immer treu. Mäntel mit Samtkragen. Den kaufe ich mal morgen. Der VW hat sich kaum verändert. Aber Mercedes. Pontonform. Na? Wie gefällt euch das? Vielleicht ein bisschen Engelhaar. Wir nehmen immer Engelhaar zu Hause. Engelhaar? Habe ich nicht. Miranda, schnell zur Tür! Komm, beeil dich, beeilt euch, kommt, kommt! Ist schon richtig hier, komm. Jetzt kommt er. Ich bin Miranda. Lennart, freut mich sehr. Komm schon, Kurt. Ja, da bin ich wieder. Erika, ja. Wir kennen uns ja schon. Ja. Renate? Florentin? Kommt, kommt. Inge. Das ist Kurt Lehnert, Mama, ein Kumpel. Er weiß nicht, wohin. Ja. Hoffentlich störe ich nicht. Ihr Sohn hat mir das alles nicht ganz richtig erklärt. Bitte sehr, Frau. Danke. Waren Sie auch drin? Ja, Pech gehabt. Siehst du, Mama, es kann auch nur Pech sein. Ja. Wo kommst denn du her? Ich denke, du bist auf der Fahrt nach St. Moritz. Ich habe gedacht, wenn dein Sohn vielleicht doch nicht entlassen wird, bist du am Heiligen Abend allein. Wer ist denn das? Das ist deine Schwester. Das ist Lotte? Lolita, bitte. Du stinkst nach Gnast. Halt die Schnauze. Na denn, fröhliche Weihnachten.
Guten Abend. Der Sauerbraten ist gleich fertig. Auch im Abendland war der Gegenstand des Erscheinungsfestes die Offenbarung des Sohn Gottes. Da frühstückt hier die Anbetung der Magier aus dem Morgenland. 2600. Hast du meinen Brief bekommen? Mhm. Das Inserat konnte ich Donnerstag noch hinbringen. Es war noch in der Wochenendausgabe. Und? Ach, bring mir doch bitte einen Aschenbecher. Ja. Danke. Das ist bis gestern gekommen. Was wirst du denn jetzt machen, Ronny? Ja, bisher war ich noch gar nicht so ganz sicher damit. Aber jetzt sieht's fast so aus, als ob wir bald zu Geld kämen. Und zwar ganz legal. Das wäre schön, Ronny. Büro habe ich vielleicht auch schon am Kudamm, wenn's dir gefällt. Es war ein Modesalon drin früher. Du kannst es dir gleich nach den Feiertagen ansehen. Ja, ja. Du bist schon eine gute Maus. Was? Meine Gerda-Maus. Ich musste mal schwarz über die Grenze und kam bei Wannsee über einen Stacheldraht aus der Ostzone. Wie ich so durch ein dunkles Waldstück schleiche, sehe ich plötzlich über eine sonnige Wiese ein Paar auf mich zukommen. Er im eleganten grauen Flanellanzug und sie ein schönes, junges, blondes Mädchen. Direkt auf mich zukamen sie. Ich hatte gar keinen Grund, aber ich versteckte mich hinterm Baum. Wohl wegen meinem zerfetzten und verdreckten Anzug. Sie schienen was zu suchen und stocherten ein bisschen im Boden herum. Und dann nach einer Weile gaben sie es auf und die junge Frau sagte, Darling, gehen wir doch zurück ins Clubhaus, mich friert. Und damit drehten sie sich um und gingen zurück in die Sonne. Den Ball habe ich nachher gefunden. Dein Talisman. Ja. Mein Talisman. Damals habe ich mir geschworen, eines Tages werde ich auch Golf spielen. Mit diesem Ball den ersten Schlag tun. Und im weißen Cadillac zurück ins Clubhaus fahren. Ich bleib auch nicht Friseuse. Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Vielleicht bin ich die Gelegenheit. Ein Knastbruder? Du bist ja größenwahnsinnig. Warum hast du denn da mit mir gepennt? Oh. Weil Weihnachten ist. Weihnachten ist das Fest der Einsamen. Woher weißt denn du das? Aus der Bibelstunde. Komm, setz dich ein bisschen zu mir. Du hast es geschafft, Mama. Vor 10 Jahren war das doch hier ein alter Schuppen. Du hast sicher ganz schön Mäuse gemacht, wa? Ich hab getan, was ich konnte. Aber ich bereue es. Warum? Ich bereue es. Was hätte ich machen können? Ich mit meinem Verstand. Geld! Aber das hier? Aber das hier ist doch Krisenfest und kommt nicht aus der Mode. Genau wie ein Beerdigungsinstitut. Nur, dass die Leute für den Spaß hier gern bezahlen, nicht? Aber die Konkurrenz wird doch immer größer. Die brauchen doch nur noch im Auto spazieren zu fahren. Oder zu telefonieren. Dann lass mal gut sein, Mama. Wenn alles klappt, was wir vorhaben, dann hörst du hier auf. Lass das bloß nach, mein Junge. Sonst müssen sie für dich noch eine Drehtür im Gefängnis anschaffen. Nein, nein, nicht wie du denkst. Ja, wie denn sonst? Ohne Geld? Ihr habt doch kein Geld. Aber Mama, vielleicht haben... Nein, von mir nicht. Aus nichts Geld zu machen, das ist wie Wasser in Wein verwandeln. Prost. Hallo, die Enten. 12:14 Uhr. Na und?
Sind wir im Knast? Sitz ordentlich. Was ist denn los? Da kommt Kurt. Das braucht er gar nicht mehr. Wieso nicht? Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Wir haben bereits 20 Minuten verloren. Na und? Davon geht doch die Welt nicht unter. Wir treffen uns um Punkt halb zwei in Bristol. Wenn er Pünktlichkeit nicht kennt, müssen wir üben. Der hat wohl nicht alle Tassen im Schrank. Na sowas. Kein Faktor. Zwei Bier. Na? Fehlen schon wieder 5 Minuten. Na und? Wir treffen uns Punkt 3 Uhr in meiner Wohnung, Bayerischer Platz 10. Mach keinen Ärger, Professor. Na komm, wir haben doch noch was anderes zu tun, als mit dir fangen zu spielen. Wer nicht kommen will, braucht nicht zu kommen. 2 Bier. Guten Tag. Guten Tag. So? Ich bin Frau Bruck. Ehefrau? So, Professor. Aha. Das können wir gebrauchen. Was können wir gebrauchen? Gute Manieren. Mach doch die Tür zu. Kommt rein, bitte. So, bitte setzt euch. Bitte. Will jemand ein Glas Sodawasser? Komm, Professor, verlang nicht zu große Opfer von uns. Dann also zum Geschäft. Wir werden, wie verabredet, neue Volkswagen aufkaufen und über Hamburg nach Amerika liefern. Die Lieferfrist für Volkswagen beträgt heute noch 1,5 Jahre. Das heißt, die Leute bestellen zwar Wagen, aber sie bekommen sie nicht. Und an dieser Tatsache wollen wir verdienen. Aber wie? Ein Volkswagen kostet heute ab Werk 4.900 Mark. In Amerika bezahlt man offiziell 6.500 dafür. Das heißt, wenn Sie den Wagen sofort bekommen, bezahlen Sie sogar 7.500. Das bedeutet also 2.600 Mark mehr als der Werkpreis. Und an dieser Differenz wollen wir partizipieren. Wenn die Lieferfrist 1,5 Jahre beträgt und selbst die Leute vom VW mit dem Export nicht nachkommen, dann haben wir doch die Rechnung unter den Wirt gemacht. Wo sollen wir denn die Wagen hernehmen, die wir nach Amerika verschieben wollen? Ich meine, verkaufen wollen. Ja, das ist ja eben die andere Seite der Lieferfristen. In 1,5 Jahren überlegen sich viele Leute die Sache. In 1,5 Jahren verändern sich auch die Verhältnisse für viele Leute. Und manche sind dann froh, wenn sie den Wagen zu einem kleinen Überpreis wieder loswerden. Hier. Und möchte ich deshalb erklären, dass ich bereit bin, meinen sofortfälligen Kaufvertrag über ein VW-Exportmodell gegen ein Aufgeld von 200 Mark abzugeben, hochachtungsvoll. Wenn Sie mir D-Mark 200 bezahlen, können Sie meinen am 25. zu liefernden VW haben. Gebe ich meinen VW ab, Bedingung Barzahlung bis 200 D-Mark. Das war also deine Idee. Ja. Fällige VW-Verträge aufzukaufen. Mhm. Die Rechnung stimmt. Das sind die ersten 5 Briefe auf eine kleine Anzeige. Das ist doch irrsinnig einfach. Warum ist denn da noch niemand draufgekommen? Wahrscheinlich, weil es zu einfach ist. Das gefällt mir. Das gefällt uns. Das gefällt euch. Aber das Geschäft sollte über Hamburg laufen, ne? Ich habe da schon ein paar Mal versucht, Wagen abzustoßen. Mehr als 200 oder 300 Mark waren da nicht drin. Na, erstens waren es geklaute Wagen, die Papiere waren nicht in Ordnung, und zweitens waren es Gebrauchtwagen. Na und? Ich habe ja schon gesagt, die Hamburger Zwischenhändler sind weitgehend auszuschalten. Nun zum Anfangskapital. Ich habe hier eine Einlage von 2.600 Mark. Und wie viel hast du? 350. Weiß wie Schnee. Was ist das? Das ist von Mama. 350 zurück. Und du? 100? 200? Mal weiter. Ist ja schließlich Weihnachten. Mal weiter, du hast ja 830 rausbekommen. Muss mich auch ganz neu einkleiden, nicht? Los, Charlie, schau nach.
Mach keinen Scheiß. Rück die Piepen raus. Denk an Lotte. Lolita. Auch von Mama. Lennart, 600. So. Und nun merkt euch eins. Wir sind nur auf Bewährung draußen. Wir können so ehrlich arbeiten, wie wir wollen. Wir können unsere Steuern zahlen. Wir können jeden Sonntag in die Kirche gehen. Wenn einer von uns in den nächsten 3 Jahren wegen irgendeiner Kleinigkeit hochgeht, zum Beispiel sowas, dann muss er seine Strafe absitzen. Das Geschäft ist hin. Und wie viel können wir verdienen bei dem Geschäft? Wenn die Sache richtig läuft, 100.000. Vielleicht auch mehr. Und ich soll dir glauben, dass das eine saubere Sache ist? Tag. Bitte, mein Herr? Ja, Fräulein, ich hätte gern sowas wie ein Lexikon. Wo all die Dinger drinstehen, für die man in den Knast muss, ins Gefängnis. Ach ja, Sie meinen ein Strafgesetzbuch. Na klar, prima. Einen Augenblick. Ach, Herr Bauer. Ha. Entschuldigung. Ich habe die Adresse notiert. Sie hören von uns. Spätestens übermorgen. Hm? Hallo. Ja. War das wegen einem VW? Ja. Wie viel sind es denn bis jetzt? 11. Meine Fresse. Früher Damenoberbekleidung drin. Aber das Wegnehmen der Spiel wäre zu teuer gewesen, hat der Bruck gesagt. Ist ja auch ganz gut so, nicht? Kann jeder sehen, was der andere hinten denkt. Mensch, Kurt, ich werd verrückt. Ich bin Abteilungsleiter. Wenn Mama das hört, die lacht sich kaputt. Sehe ich so aus? Natürlich nicht. Mit dem, der Zunge, die dir da aus dem Hals hängt, dem Ringverein-Pullover und dem Sakko. Diskret. Schwarz-weiß. Nordhoff. Machen wir doch nicht fertig. Wo ist denn eigentlich Generaldirektor Bruck? Der besorgt gerade die Kohlen. Es sind schon 10 VWs da. 11. Na siehste, die müssen doch bar bezahlt werden, ne? Bar? Na klar. Das sind ja 55 Riesen. Nicht doch Riesen, Tausende heißt das jetzt. Schöne Stange Geld, aber woher nehmen wir nicht? Aber Otto, das ist doch kein Geld für dich. 50.000. Du bist gut. Ich bin in den Knast gegangen. Ich habe die Suppe allein ausgelöffelt. Ich gebe dir 5.000, aber nicht auf die Tour. Mäuse sind Mäuse. Die flitzen dreimal, bevor sie einmal zurückkommen. 5.000? Was soll ich denn mit 5.000? Ich will ja keinen Milchladen aufmachen. Was hast du denn für Sicherheiten? Den Schreibtisch hier? Ich könnte dir Volkswagen als Sicherheit geben. Volkswagen? Ja. Wie kommst du denn an Volkswagen? Man hat mir ein paar fabrikneue VWs angeboten. Viertens die Sicherungsverwahrung. Fünftens betraf die Entmannung gestrichen wegen KRGL in Klammer. Hier sind Ihre Flugkarten nach Hamburg. Die Maschine geht um 12.15 Uhr. Pension ist bestellt. Genaue Anweisungen liegen bei, Tagegelder ebenso. Bruck bittet um genaue Abrechnung mit Belegen. Uns will er wohl gar nicht mehr sehen, was? Es wird noch länger dauern.
Das habe ich mir gedacht. Und wenn das mit dem Geschäft nicht klappt, haben wir wenigstens einen Rückflug? Aber natürlich, nur noch offen. Bruck wird Ihnen sagen, wann Sie zurückkommen sollen. Hallo. Der spielt aber ganz schön Chef, was? Moment mal, ja? Hm? Danke. Nee, nee. Da stecke ich meine Finger nicht rein. Kennen Sie jemanden, der neue VWs aufkauft? Oder Ihren Kollegen? Nee, nee. Nee, kann ich nicht. Also ich verstehe Sie ja nicht. Was reden Sie immer von Risiko? Sie haben doch aber kein Risiko, Mensch. Höchstens wir. Und wir haben keins, weil wir... Na? Das war der Letzte auf dieser Seite von Hamburg. Jetzt müssen wir rüber nach Altona. Ich habe langsam das Gefühl, dass Brucks Rechnung gar nicht aufgeht. Mensch, Kurt, 4:02. Um 4 Uhr solltest du den Professor anrufen. Da sind wir ja ganz pünktlich. Halten Sie doch mal da vorne. Ja, da am Alsterpavillon. Ist recht, Herr. Das geht bei mir ganz schnell. Das wäre schön. Und nicht gerade besetzt ist. Das wäre natürlich schade. Einunddreißig, 16, 91. Sind Sie Zauberkünstler? Nein, im Ernst, wie machen Sie das? Hören muss man können. Auch eine Wählscheibe hat eine Stimme. Hallo, André? Nein, ich schaff's nicht mehr. Du, ich war noch nicht beim Friseur. Also dann um 7 in der Bar vom Hansa Hotel? Okay? Ciao. Nein, ich kann jetzt nicht mehr, da wartet jemand. Sie hätten ihm ruhig sagen können, dass ich Kurt heiße. Danke. Hansen und Hansen Automobile, das ist es. Na und? Nicht wie rein. Soll ich mitkommen? Nee, du wartest da drüben in der Kneipe. Ich mach das schon. Na, dann mach mal. Volkswagen. Volkswagen? Ah, ein Auge leuchtet schon. Lehnert, Berliner Autohandel. Hansen Junior, wie viele haben Sie denn? Einen? 10. 10? Fabrik neu? Neuer geht's gar nicht. Ich habe etwas gegen diese Geschäfte. Gegen glatte Geschäfte, Vater? Zu glatt. Ich bin bei Emke. Guten Appetit, Herr Hansen. Eine andere Generation. Ein glattes Geschäft ist ein gutes Geschäft. Ja, natürlich. Sage ich ja immer. Die Kohlen müssen stimmen. Ja. Danke. Wie kommen Sie an 10 Volkswagen? Ich löse meine Berliner Firma auf und stoße alte Verträge ab. Ich gebe Ihnen 200 darüber. 600 mindestens. Ausgeschlossen. Das macht ja nichts. Ich habe noch andere Kunden. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Moment, Moment. 10 haben Sie gesagt? Es können auch 20 sein. 20? Wann kann ich die kriegen? In einer Woche. Setzen Sie sich doch mal bitte, ja? Dankeschön, Herr Hansen. Ich frage mal an. Hansen. Tag, Sir. Ich könnte Ihnen noch 20 liefern. »7.200 verdient. Meine Fresse. Aber ich nehme sie nicht. Bist du bescheuert? Weil es zu wenig ist.
weil der Hansen nicht mal die primitivsten Tricks kennt. Wo löscht der Knabe seinen Durst am besten? Wo löscht der Knabe seinen Durst am besten? An der Quelle, was? Sag dann, dass du dämlich bist. Kann man hier telefonieren? Ja, hier spricht Kurt Lehnert, Berliner Autohandel. Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht Interesse haben an einem Posten funkelnagelneuer VWs. Ja, es könnten vielleicht sogar mehrere Posten sein. Hm? Ja, das weiß ich ja, das kommt von uns. Ich meine, das ist Hansen und Hansen. Ja, das kommt von uns. Na, dann können wir doch direkt. Sehr gut. Jawohl, ach, dann schlage ich vor, so um 6:30? Na, in der Bar des Hansa-Hotels hätte ich gern, ja. Ja, ja, das ist es. Jawohl. Colloway? Colloway ist okay. Ja, mit Weißer Nelke. Bis nachher. Auf Wiedersehen. Mensch, Kurt. Hansa Hotel. Kann ich da so hingehen? Natürlich. Aber ohne mich. Bitte zahlen. Hä? Ein Telefongespräch und was hatte der Herr? Ein Bier? Also, wie viel können Sie effektiv liefern? Na, in den ersten Wochen jeweils 20, später vielleicht mehr. Je nachdem, wie die Abwicklung klappt. Wo nehmen Sie die her? Müssen Sie das wissen? Stimmt. Ist mir auch vollkommen egal. Hauptsache, dass die Wagen da sind. Oh, hallo, André. Wissen Sie, was für mich das Wichtigste ist? Was ich zahle. Genau. Darüber zahle. Ganz genau. 800. Wir sind nicht Hansen und Hansen, hören Sie mal. Für 4.900 kaufen Sie die Kiste ab Werk. Für 7.500 verkaufen Sie sie nach Amerika. Da wollen Sie uns bei einer Spanne von 2.600 nur läppische 800 verdienen lassen. Aber Herr Colloway. Also 1.000. Gemacht 1.200. Okay. So. Zwei Bourbon Four Roses. Ihnen zuliebe. Ich trinke nämlich nur Scotch. Mm. Nun, haben Sie meinen Trick verraten? Mhm, aber er will es mir nicht glauben. Was für ein Trick? Ich kann jede Telefonnummer errechnen, die man wählt. Nur vom Geräusch der Scheibe her. Oh, ach, so machen Sie Ihre Geschäfte. Waren Sie durch Zufall dabei, wie Hansel mich angerufen hat? Nein, nein. Wollen wir es den Herrn mal vorführen? Es ist mir peinlich, ich weiß es. Darum habe ich auch was mitgebracht. Mischen Sie nur, ich habe keine Angst. Hübsche Bude haben Sie hier. Ich meine, ein feines Appartement haben Sie hier. Gehört eigentlich der MG, der unten vorm Haus steht, Ihnen oder André? Meiner. Hat mir Papa geschenkt, damit meine Hobbys nicht so einseitig werden, sagt er. Kluger Papa. Sagen Sie, waren Sie eigentlich so ganz sicher, dass ich meine Nummer wählen würde? Am Anfang eigentlich nicht. Aber dann schaute ich André an und dann wurde es mir klar. Bitte sehr.
Ich finde uns ganz apart. Ich uns auch. Morgen. Mensch, Kurt, was machst du für Sachen? Ich wäre beinahe zur Polizei gegangen, wenn das nicht so unangenehm ist. Ja, gute Geschäfte dauern eben lange. Hat's geklappt? Zahlt er? Wie viel? 1200. Hä? 1200? Verdienen wir an jedem Wagen. Hast du mal einen Bleistift, ein Stück Papier? Dann kannst du dich im Kopf rechnen. Ach was, Korb, gib doch mal einen Bleistift her. Ja, Adam Riese. Papier? Halt nicht. Moment mal. Also einer sind 1200. Dann sind 10 sind 12.000. Dann sind 100. 100 sind 120.000. 120.000. Dann sind 1000. 1000. Eine Million 200.000. 1.200.000. Also 1, 2. Mensch, Kurt, da wären wir Millionäre. Na und? Himmel, Arsch und Zwirn. Und wieder einer. Dreiviertel Stunde für einen Wagen, das ist zu viel. Mit Professor, die Berliner Straßen werden nicht kürzer. Hier ist die nächste Adresse, Deidesheimer Straße Nummer 8. Geld? Ist genau abgezählt. Quatsch nicht so viel mit den Leuten. Versuch doch mal eine Stunde zu besorgen, geht Professor, ich hab Hunger. Die Papiere. Also ich liebe ja Volkswagen, aber meine Bene mögen sie nicht. So, hier ist die nächste Adresse. Das Geld ist genau abgezählt. Nicht mal Zeit für ein kleines Bier, was? Ein Wagen weniger macht 1200 Mark. Willst du so viel für ein Bier ausgeben? Ja, sehr gut. Der hat ja 138 auf dem Tacho. Na, Gustav? Na ja, ich bin ein bisschen gefahren. Tust aber nicht wieder, Gustav. Hier ist das Geld. Bitte schön, zählen Sie mal nach. Ist ja nicht nötig, ich vertraue Ihnen doch. Aber könnten wir das Geschäftliche nicht in der Wohnung oben, kleiner Mocker? Wissen Sie, mein Mann ist Dentist. So und er bohrt leider so viel, dass er gar nicht zum Fahren kommt. Aber wenn Sie mal was brauchen sollten, eine Brücke oder Prothese, mein Mann ist darin sehr gut. Sehr liebenswürdig, liebe Frau. Vielen Dank, aber ich trage bereits seit meinem 20. Lebensjahr ein künstliches Gebiss. Ja, Wiedersehen, liebe Frau. Alles Gute, schönes Richtfest.
900, 910, 110.000. Na, wollen Sie nicht nachzählen? Aber ich weiß doch, mit wem ich es zu tun habe. Deshalb habe ich ja so scharf aufgepasst. Wann kommt der nächste Transport? Na, nächsten Mittwoch 17, nächsten Freitag 20. Donnerwetter, das geht ja. Wollen Sie einen Drink? Nein, danke, hab keine Zeit. Nicht mal zum Schlafen. Danke. Und ich wollte nie Koffer tragen. Mach's gut, mein Engel. Ich zähl die Stunden. Auf Wiedersehen. Ciao. Was ist denn mit dir? Willst du hierbleiben? Mir war plötzlich eingefallen, dass du 110 Riesen im Koffer hast und ein Hochstapler bist. Ja, und da hast du gedacht, ich hätte den Koffer genommen und wäre damit abgehauen, was? Genau. Ah. Weißt du, was du bist? Draußen eine Stahltür. Die Fenster vergittert, ist ja wie im Knast. Vergesst nicht, dass wir hier einiges Geld zu liegen haben. Mach bitte lieber kurz, nimm doch den Koffer von dem neuen Tisch. Den habe ich extra anfertigen lassen. Runder Konferenztisch, ja. Wa? So. Hier sind drei Schlüssel. Jeder einzelne dieser Schlüssel schließt draußen die Eingangstüre auf. Das ist deiner, mein lieber Kurt, und das ist meiner. Aber in diesem Tisch sind außerdem drei Schlösser angebracht. Die können nur mit den drei Schlüsseln gemeinsam geöffnet werden. Sollte einer verloren gehen, liegt der Nachschlüssel beim Notar. Bitte, jeder eine Drehung, im Uhrzeigersinn, du fängst an. Du, Kurt, und jetzt ich. Oh, bei mir klemmt's. Ja, auch. Das geht doch nur bei mir. So. Du bist ein ausgekochter Junge. Unsere Kasse, wa? Ja, unsere Kasse. Warum nehmen wir das Geld eigentlich nicht auf der Bank? Da gibt's doch Zinsen. Unser Geschäft ist ein Bargeldgeschäft. Außerdem möchte ich das, was wir an Steuern bezahlen, selbst bestimmen. Mit einem Bankkonto liegen wir zu offen. Wie viel ist denn da drin? An die 400.000. Wie viel hast du dabei, Kurt? Du bist ja so blass, mein lieber Kurt. Ist ja kein Wunder bei der Arbeit, nicht? Also, wie viel fehlt? Mach keinen Scheiß. Von Schwein bist du doch nicht, oder? Bleib mir von der Wäsche, ja? Also gut, ein Bündel habe ich abgezweigt. Deine Einlage waren 600 Mark. Die kannst du zurückhaben, hoch verzinst, aber dann raus. Mit solchen Leuten kann ich nicht arbeiten. Moment mal, die Idee mit den VWs war von dir zugegeben. Aber dass so viel geworden ist, liegt ja schließlich auch ein bisschen an mir. Wir arbeiten ja wie die Hunde, damit das Geld in deine Persilschachtel kommt oder in die Gulaschkanone. Mach doch mal eine Ausschüttung. In eurem Interesse habe ich bis jetzt keine Ausschüttung gemacht. Geld verführt. Du, Kurt, bist ein Hochstapler und Charlie ein Dummkopf. Das ist zwar eine Sauerei, aber so ganz Unrecht hat er nicht, Professor. Die halbe Million ist doch erst der Anfang. Ich hoffe, dass die ganze nicht lange auf sich warten lässt. Aber schön. Ich wollte heute sowieso eine Ausschüttung machen. Charlie, ich, Kurt, Charlie, ich, Kurt hat schon, Charlie. Mama! 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 Was gibt's? Komm doch mal her! Was ist denn? Komm schon! Was sagst du? Ein Pelz? Gefällt er dir nicht? Ach, Junge, du hast mir doch versprochen. Aber der ist nicht geklaut. Hier ist die Quittung. Hier. Nun sag doch schon was. Ach, Junge, ist das auch wirklich alles ehrlich? Das denke ich ja auch manchmal, aber es ist alles ehrlich. Und im Gesetzbuch steht auch nichts drin. Jedenfalls habe ich nichts gefunden.
Außerdem, der Professor passt ja auch auf. Ach, der Professor. Aber Mama, wir haben Geld und das wollen wir feiern. Ach, Charlie. Ja, feiern wollen wir das. Los, schmeiß die Leute raus. Hier, hier. Ach, heute ist geschlossen. Das kannst du ja gar nicht bezahlen. Was kann ich nicht? Wer wir sind? Das sieht man uns doch an. Ich hoffe nicht. Vielleicht sollten wir doch was anderes nehmen als eine Persilschachtel. Das ist doch ganz sicher da drin. Wir legen ja auch noch die Pakete drauf. Bedrückt dich eigentlich das Geld? Nein, nein. Aber du hast doch immer ein bisschen Angst, was? Ein bisschen schon. Und dabei tue ich das alles doch nur, damit du dich ein bisschen sicher fühlst. Ich meine, gib mir doch mal meine Pantoffeln. Was gibt's heute zu essen? Kohlrabi mit Schinken. Und Bier? Ja, habe ich schon kalt gestellt. Soll ich die Schachtel in den Kleiderschrank geben? Hm. Oder? Gerda, Maus. Du fährst morgen in die Schweiz. Ich? Du triffst doch deinen Herrn Wetterli, ein sehr anständiger, stiller Mensch. Der wird das Geld anlegen. Und zwar auf deinen Namen. Man kann nie wissen, was passiert. Wir leben in Gütertrennung, also kann niemand ran. An das Geld. Nimm dir aus der Schachtel, was du brauchst. Für ein Kleid, für ein Kostüm, für ein paar Schuhe. Ich möchte nämlich, dass du den denkbar besten Eindruck machst, wenn du in die Schweiz kommst. Ja, ja, Ronny. Auch, das geht nicht, dass du hier noch länger arbeitest. Ach was, der Professor. Aber wir machen dir das Heiratsbüro auf, das du dir immer gewünscht hast. Heiratsbüro? Ist das besser? Aber Mama. Ach, lass mich in Frieden. Ich kaufe hier den ganzen Laden und schmeiße euch alle raus, bis du endlich nachgibst. Madame? Außerdem, ich brauche dich für eine besondere Sache. Ich mache nämlich ein tolles Ding, ganz allein. Damit ich jederzeit bei Bruck aussteigen kann, wenn es mir nicht mehr gefällt. Es handelt sich um eine Erfindung. Erfindung? Ja. Ist zwar ein Geheimnis, aber wie erzähle ich es, wenn du mit niemandem drüber sprichst? Ein Whiskystuhl. Da sitzt du drin. Da brauchst du gar nicht aufzustehen. Keine Gläser, nichts. Und von oben
Ein Schlauch. Für den Mund. Und jetzt? Ihr hört, wie du den Stuhl einstellst. Mit Soda, zzzz, ohne Soda. Mit Eis, ohne Eis. Und natürlich jede Art von Whisky, die du meinst. Charlie. Platz frei? Nee, hier ist besetzt. Setz dich doch mal hier auf den Schemel, ich muss mal telefonieren. Keine Angst. Guten Abend, Fräulein. Bitte ein Gespräch nach Berlin. Moment. Bitte? Dankeschön. Geht schon. Es ist 23.45 Uhr. Um 23 Uhr wolltest du anrufen. Ich konnte nicht vorher anrufen, Professor. Ich bin doch auf der Flucht vor dem alten Möbius. Der will doch unbedingt sehen, wie der Mann aussieht, auf den seine Tochter steht. Oder umgekehrt, ist ja ganz egal. Dazu fährst du also nach Hamburg. Schließlich habe ich auch ein Privatleben. Übrigens, das mit Kollerwe, das ist in Ordnung. Konsul Möbius, weißt du, was das bedeutet? Was weißt denn du schon wieder von Möbius? Ich muss immer wissen, mit wem du umgehst. Schon aus Gründen der Sicherheit. Außerdem gehört es zum Geschäft, Auskünfte einzuholen. Also Möbius, wenn du es genau wissen willst, bedeutet beste Gesellschaft. Es gibt nichts, was der nicht in der Familie hat. Fabrikanten, Aufsichtsräte, Bankiers, Waffenhändler, Abgeordnete. Wenn wir da hineinkommen. Also Professor, das tut mir furchtbar leid, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja? Beruf ist Beruf, Geschäft ist Geschäft, aber das ist Privatleben. Ich erwarte, dass du das Opfer bringst und mit dem Konsul frühstückst. Verstanden? Kommt überhaupt? Hallo! Hallo! Aufgelegt hatte. Was bin ich schuldig? 32. Verzeihung, kennen Sie den Konsul Möbius? Er hat auch noch nicht die Ehre. Aber seine Tochter scheint Sie doch zu interessieren. Was geht Sie denn das an? Keine schlechte Partie. Du solltest dein Geld an den Hut stecken. Sagen Sie ihm das, wenn Sie das nächste Mal sehen. Wie viel? 2,30 Mark. Es ehrt Sie, dass Sie es nicht auf sein Geld abgesehen haben. Und dass Sie die Tochter auch ohne besonders gerne mögen. Ohne ist sie mir überhaupt am liebsten. Oh, guten Abend, Schönheit. Wer sind denn Sie eigentlich? Ich bin der, vor dem Sie ausreißen. Ha? Sie sind Konsul Möbius? Gestatten, Lehnert. Ja, aber Ihre Tochter hat mir doch erzählt, Sie sitzen ganz einsam im Hotel. Außerdem hat sie mir ganz anders geschildert. Noch älter? Das will ich nicht sagen, aber dass Sie hier in so ein Bumslokal kommen. Das war ein Akt der Verzweiflung. Ich weiß gar nicht, wie ich hier reingekommen bin. Außerdem spionieren Sie ja jetzt nach. Das habe ich längst aufgegeben. Es war reine Neugierde. Immer der gleiche Herr am Telefon. Ich. Wo ist sie denn im Augenblick? Da hinten sitzt sie. Na, da wollen wir sie ruhig warten lassen. Zur Strafe, dass sie mich sitzen ließ. Bitte? Was ist Ihr Job, wenn ich fragen darf? Autoexport. Aha, und verdient man daran so viel, dass man auf das Geld des alten Möbius pfeift? Es scheint so. Der allgemeine Wohlstand macht die Gesellschaft bankrott. Wenn ich Ihre Flucht vor mir richtig verstehe, lieben Sie die Freiheit mehr als meine Tochter. Hab mir diese Freiheit auch schwer erkämpft. Offizier gewesen? Selbstverständlich, Major Panzerwaffe. Wildflecken? Döberitz. Auf dem Schlamassel gewesen? Jawohl. Zum Beispiel jetzt. Da seien Sie mal kein Feigling. Sie wollen wohl Ihre Tochter loswerden. Liebt sie anscheinend, oder wie man es heutzutage nennt. Außerdem habe ich noch drei von ihrer Sucht. Dunderschlag. Ja, aber Papa? Und nur ein kleines Komplott, mein Kind. Ich wollte erst allein mit ihm sprechen, bevor ich dich vor ihm warne. Ist er denn so schrecklich? Ja, leider. Ich fürchte, du hast deinen Herrn Papa missverstanden, oder? Das ist das Schicksal von Vätern. Ober Shampoos! So. Und nur noch aufs Schiff. Du, ich kann nicht Du musst mehr. Aber, der Kapitän hat uns zum Frühstück eingeladen. Ausgeschlossen, oder? Du trägst mich. Haltung, Mädchen, Haltung. Eine Möbius ist nicht müde. Konsul Möbius, gestatte mir, Sie an Bord seiner Majestät, Konsul Schulte, höflich zum Frühstück einzuladen. Sich heil, sich heil, sich heil.
Danke. Aufsitzen. Wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren nach Amerika, Amerika. Willkommen an Bord. Ausgezeichnet gelandet. Guten Tag, meine Herren. Leider. Im Augenblick nicht zu benutzen. Gratuliere trotzdem. Danke. Schließ mich an. Dankeschön, Captain. Danke vielmals, Herrschaften. Congratulations, Kurt. Es wäre unverantwortlich, die Entwicklung länger zu bagatellisieren. Unsere Vertragswerkstätten in Berlin haben Investitionen vorgenommen. Diese Werkstätten stehen zum Teil leer. Wir liefern heute hunderte von Wagen nach Berlin, die nicht einmal zum ersten Service in die Vertragswerkstätten kommen. Das heißt, sie werden sofort als neue Wagen weiterveräußert. Das passt genau zu den Informationen, dass laufend neue Wagen per Bahnfracht von Berlin nach Hamburg gebracht und von dort in die Vereinigten Staaten verschifft werden. Wir werden nicht zulassen, dass wir die Kontrolle über den amerikanischen Markt verlieren. Ich habe 3 norwegische Kähne geschartert. Wir müssen ein halbes Jahr mindestens das Doppelte arbeiten. Aber dann, meine Lieben, schwimmen auf einen Sitz 2000 Volkswagen rüber. Das bedeutet 4 Millionen Mark für uns. Da sind doch an die 2 Millionen drin. Na und? Wie viele Jahre sind das für jeden von uns? Das Geld ist ehrlich verdient. Ja, aber vielleicht gibt es ein Gesetz, das Knastbrüdern verbietet, Millionen zu verdienen. Nein. Entschuldigen Sie, Herr Direktor. Was gibt's? Ein Herr von der Auskunft 3. Ja, bitte, möchte hereinkommen. Bitte. Schulz, von der Auskunft Teil Silberblick. Bitte, Herr Schulz. Ich bin beauftragt, über diese Firma und ihre Inhaber Auskünfte einzuholen. Aus Freiburg, ja? So ist es, ja. Freiburg? Möbius? Schwiegerpapa. Die Firma Bruck & Co. hat einen sehr guten Namen. Na was? Weiter. Auf den ersten Blick, aber... Was aber? Komm her, Charlie. Eine Tatsache lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Herr Bruck saß 4 Jahre, Herr Lehner 3,5 und Herr Bauer ebenfalls 3,5 Jahre im Zuchthaus. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Darf ich fragen, Herr Schulz, woher Sie diese Auskunft haben? Ich habe einen Kontaktmann bei den Justizbehörden. Der nahm Einsicht in Ihre Akten. Aber heute tun wir doch nichts mehr. Ihre Firma ist völlig in Ordnung. Dennoch, und das werden Sie verstehen, Herr Schulz, sind wir nicht sehr daran interessiert, dass unsere Vergangenheit, Sünden sozusagen aus einer turbulenten Zeit, die wir alle hinter uns haben, dass die publik werden. Es war schwer genug, durch ein schöneres und besseres Leben alles wieder gut zu machen. Ganz legal haben wir Schwielen an den Händen bekommen. Genau. Mhm. Und der Erfolg, Herr Schulz, belohnt uns heute. Bitte, Herr Schulz. Treten Sie doch näher, Herr Schulz. Um Himmels Willen, das ist ja Geld. Kurt, wie viel? An die 4 Millionen. 4? Bar? Unser Geschäft ist ein Bargeldgeschäft. Großer Gott, so ein Anblick, wissen Sie. Können wir uns auch nur sonntags. Herr Schulz, das Besorgen von Auskünften kostet Geld. Nur recht und billig, dass auch das Verschweigen von Auskünften Geld kostet. Greifen Sie hinein. Da rein? Was Sie mit einer Hand fassen können, gehört Ihnen. Mensch, Professor. Mir, Herr Bruck? Noch Fragen? Nein.
gratuliere. Wie viele Jahre waren das? Für jeden 10. Macht zusammen 30. Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann. 2, 3. Bravo, Maestro, noch lassen. Wenn ich hier plötzlich anfangen würde, dich auszuziehen. Ja, das ist immer Los, Leute, nochmal. Singe, 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 singe. Bitte sehr, Herr Koralten. Sie verstehen mich. Die Gäste werden unruhig. Wir müssen erst ein paar andere Melodien spielen. Andere Melodien. Hast du das gehört? Die Gäste werden unruhig. Die Gäste werden unruhig. Die Gäste werden unruhig. La Paloma! La Paloma! La Paloma! La Paloma! La Paloma! Nochmal! La Paloma ist eben runtergefallen. Aber das ist. Los! Sag den Bremer Stadtmusikanten, die sollen La Paloma spielen! Wenn sie Deutsch verstehen, bringt sie bei. Aber kannst du nicht meine La Paloma sein? La Paloma spielt ihr Spaghettifresser! Los! Mille grazie, signore. Na? Herr Brock, ich bitte Sie. Da hören Sie doch. Ich höre gar nichts, ich knalltöte, ich höre nur Musik. Sie ruinieren mein Lokal. Habt ihr das gehört? Wir ruinieren den Sanier. Wir ruinieren das Lokal. Und sind Sie ehrlich? Da haben Sie es. Machen Sie doch nicht in die Allerwertes los. Macht ihr doch nicht in die Allerwertes los. Uralter Hahn. Das ist doch nur, dass man so geht. Los. Das hier ist das. Wisst ihr was? Ihr kauft hier den Schuppen ab. Aber das ist doch kein Dummwitze. Was soll der Laden kosten? Ach, das können Sie doch gar nicht bezahlen. Wie war das bitte? Habt ihr es gehört? Wir können den Laden hier nicht bezahlen. Ja. Köstlich, köstlich. Hör auf mit der Sprache. Wie viel kostet der Laden? Ne? 200.000. Na, was gekauft? Gekauft. Was heißt gekauft? Bargeld. Wie war das denn? Sind wir nicht gut genug für 200 Mille? Ich habe gesagt, Bargeld. Sind wir nicht gut genug für 200 Mille? Was? Das sagst du. Habt ihr das gehört? Bargeld lacht. Jetzt tu mal mit mir das Tanzbein schwingen. Komm, hol den Koffer mit den 200 Mille. Da ist ein Schlüssel. Was soll das? Soll ein Koffer. Nur deine Pali hab ich im Kofferraum. Gib mir ein bisschen. Koffer kriegen Sie sonst dazu. Jetzt gib mir mal ein bisschen. Der Kapellmeister ist entlassen, das Lokal gehört uns. Alle Anwesenden sind unsere Gäste und der Rest spielt jetzt La Paloma. Herr Brock hat das Lokal gekauft. Tun Sie, was Ihr neuer Chef sagt. Ja! Jungs, aufs Parkett! Wir haben das Lokal gekauft! Hilfe! Wunderwachmeister. Herr von Bredow. Wo ist denn der Budiker? Herr von Bredow. Hey. Aufwachen. Ah, Professor. Ich habe mit Ihnen zu reden. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Sagen Sie mal, was haben Sie jetzt vor? Ich gehe in Pension. In Ihrem Alter? Ich werde 52. Ich hätte da eine glänzende Gelegenheit für Sie. Gelegenheit? Was denn? Etwas Einmaliges. Ein Lokal in erstklassiger Lage im Zentrum. Sozusagen geschenkt. Darüber lässt sich reden. Was soll es denn kosten? 200.000. Was? 200? Um Gottes Willen. So teuer darf doch kein Lokal sein. Das ist ja ein ganz besonderer Laden. Um was für ein Lokal handelt es sich denn? Um dieses hier.
um die Grand Seigneur Bar. Die Grand Seigneur Bar? Ja. Ach, wissen Sie, Professor, mit dem Geschäft habe ich schon mal zu tun gehabt. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, lassen Sie die Finger davon. Die ist keine 150 Mille wert. Was sagen Sie da? Keine 150 Mille? Aber Herr von Bredow, ich muss doch schon sehr bitten. Oh, bitten können Sie, aber ich für meinen Teil danke. Na, was wollen Sie zahlen dafür? Nur 150 wäre ein akzeptabler Preis. In Ordnung, sagen wir 190. Da haben Sie heute Nacht immer noch 10.000 verdient. Nee. Die sind längst versoffen worden. 160, das ist mein letztes Wort. Aber ich bin müde, ich muss jetzt gehen. Wir können doch jetzt nicht gehen. Na, warum denn nicht? Gute Nacht, Professor. 180. Nein. 175. Nein. 160, das ist mein letztes Wort. Also schön, dann nehmen Sie es. Holen Sie das Geld. Also das war ein teurer Abend. Was gibt's? Da setz dich. Was ist denn los? Drum hat er dir einen Wagen geschenkt. Was heißt drum? Du sollst dich hinsetzen. Mama will mit dir reden. Reden. Heiraten tut er. Dein schöner Kurt. Was ist? Ja, ein Mädchen aus Freiburg. Heiraten? Befehl vom Chef, wegen der Firma. Du bist eben nicht Fräulein Konsul. Nee. Der Professor sagt, du musst für die Gesellschaft ein paar Sachen lernen. Kunst und so ein Zimt, damit du mitreden kannst. Ich werde über Männer reden. Da weiß ich am besten Bescheid. Na eben nicht, Mama. Das ist ja unfein. Hello, Darling. How do you do? Sag mir, worüber soll meine Mutter quatschen auf der Hochzeit? Nein, du, am besten quatscht sie gar nichts. Oder wenn schon, dann was Intellektuelles. Über Pferde oder Golf. Das ist Charlies Mutter. Fabelhafte Frau, ihre Mutter. Weißt du, was sie gesagt hat? Fabelhafte Frau. Übrigens, Gerda Maus. Ja? Du fährst übers Wochenende nach Zürich. Ja, aber da ist doch die Hochzeit. Ja, ich weiß schon, aber das ist besser so. Wie du meinst. Ronny. Fernsehen und Wochenschau für die Feierlichkeiten vor der Gedächtniskirche sind schon bestellt. Für den Abend würde ich vorschlagen, ein Quartett, eine Sängerin und einen Rezitator. Alles beste Kräfte, hohe Qualität. Hallo. Tja. Na? Wie sieht das Programm aus? Wiederholen Sie noch mal für Herrn Bauer. Immer eine Dame und ein Herr heraustreten. Es sind die besten Edelkomparsen, die ich auftreiben konnte. Ja, ich verstehe. Guten Tag. Ja, guten Tag. So habe ich mir eigentlich meine Verwandtschaft nicht vorgestellt. Ja. Hätte ich ja fast meine eigenen Verwandten nehmen können. Hello, my name is Georg Agauer from New York. I'm here for a wedding. And I'm looking for a lady to sort of come with me to the party tomorrow. Well, anyway, here's my card. Well, verstehen Sie nicht Englisch? Well, you think it over, won't you? Maybe? Also hören Sie mal gut zu. Ich heiße Kurt Lehnert und bin ehemaliger Major der Panzerwaffe. Mein Vater ist im Krieg gefallen, meine Mutter ist auf der Flucht gestorben.
Wir besaßen ein großes Gut in Oberschlesien, nahe der polnischen Grenze. Und Sie sind meine entfernten Verwandten. Wie heißen Sie? Agnes Müller. Nein, das ist ganz schlecht. Wie heißen Sie? Salomon. Na, das macht ja nichts. Sie sind also das Ehepaar Salomon und entfernte Verwandte meiner Mutter. Wie heißen Sie? Durakin. Durakin, na schön. Also Sie sind ein entfernter Verwandter meines Vaters. Ich bitte elegant, diskret, schwarz-weiß-rot, braunes Abendkleid, wenig sprechen, unverfängliche Themen. Danke, meine Herren. Ja, bitte? Das dürfte wohl ein Irrtum sein. Ich wollte nur mal nachschauen, ob ich etwas vergessen habe. Ich habe vor kurzem hier gewohnt. Es war ganz sauber hier. Alles desinfiziert. Und keinerlei Ungeziefer. Hallo? Ach, du bist. Ja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du nochmal zurückkommen würdest. Mhm. Da ist gerade eine professionelle Dame hereingekommen, der du sicher noch etwas schuldig bist. Gehen Sie rückwärts zur Tür. Sonst würde es mir sehr leid um Ihr dummes Gesicht tun. Ich möchte von Ihrem dummen Kopf zum Andenken ein paar Haare mitnehmen. Kinderchen, Kinderchen, aber doch nicht gleich Mord und Totschlag. Aber Lolita, bist du denn ganz vom Kopf verlassen? Aber Ingrid, auf, auf! Aber das ist doch nicht möglich. Aber Lolita, aber nur... Kinder, also nur. Diese Weiber. Thank you.
Kinder, was macht ihr denn da? Am frühen Nachmittag wirklich. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Du bist wirklich fein, pickfein. Danke. Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Du bist viel schöner. Ja, hat sie geheiratet. Ich mich. Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Nimm doch die Brille runter, wie sieht denn das aus? Das kann ich nicht. Warum nicht? Ach, ich hab doch immer Angst, die kennen mich von zu Hause. Komm, mach weiter. Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Ja. Guten Abend. Liebes Bauer, ich hoffe, ihr heiratet noch oft. Oh, danke schön. Er sieht aus wie ein Generaldirektor von Krupp in Blond. So fühle ich mich auch. Sie sollten nicht mit Volkswagen handeln. Wissen Sie was Besseres? Wir können uns darüber unterhalten, wenn Sie Lust haben. Vielleicht sehen wir uns später ein bisschen mehr intim. Alle vier. Okay, warum nicht? Hm? Mit was handelt der denn eigentlich? Mit Waffen, glaube ich. Guten Abend. Hallo, Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Direktor Charlie... Herr Oberstaatsanwalt Schmidt-Hans. Frau Bauer, Herr Bauer. Nächste Frau. Pardon. Habe ich Sie schon mal kennengelernt? Sie kommen mir so bekannt vor. Ja, Namensgedächtnis habe ich gar nicht, aber Gesichter bleiben mir haften. Irgendwie. Herr Oberstaatsanwalt, vielleicht haben Sie einmal einen Vortrag in einem Frauenverein gehalten? Nee, also das bestimmt nicht. Komisch. Empfehle mich nicht, Frau. Gottes Willen, wie seht ihr denn aus? Was soll denn diese Maskerade hier? Verzeihen Sie, diese Orden sind echt. Ich bin Fürst Uraki. Ja, Sie sind Fürst Uraki? Ja, Onkelchen. Ja, Kakposche Weitsche, darf ich bitten? Inge, darf ich dir meine Verwandten vorstellen? Sind extra aus Schlesien hergeritten. Tante Salomon, Fürst Urakin. Fürst? Mhm. Dann bist du wohl ein Fehltritt. Ja, aber fürstlicher. Was ist denn, was ist denn? Haltung, Freunde. Überlasst ihn mir. Dem ringe ich einen Kohlenkeller. Halt's Maul und kommt. Meine Lieben, ich freue mich, dass mein Glaube an euch so richtig war. Herr Pfarrer, wir werden nie vergessen, was Sie für uns getan haben, aber... Was aber? Wir wollen unsere Vergangenheit vergessen. Aber natürlich, meine lieben Freunde. Ich sage ja nichts. Nein, gar nichts. Gar kein Wort. Ich bin aber der Neffe von Konsul Möbius. Seid unbesorgt, er bedarf meines Zuspruchs, genau wie ihr. Hier bin ich nur Gast der Familie. Oh, wie appetitlich. Aber Herr Pfarrer, dann sind Sie ja mit uns. Verwandt. Ja? Ja, nein, ich sage nichts, gar kein Wort, gar keins. Keine Angst. Firma Ronald Bruck, ein dringendes Telegramm. Ein Telegramm für Ronald Bruck. Ja, ich werde es ihm geben.
ist denn? Was willst du denn? Ich bin so traurig. Also raus mit der Sprache. Was gibt's denn? Du hättest mir eigentlich ein Abschiedsgeschenk machen können. Glaubst du nicht? Ich hab dir doch gerade erst einen wunderschönen Wagen geschenkt. Das ist schon lange her. Immerhin. Na schön. Wenn die Abrechnungen aus New York kommen, dann melde dich wieder bei mir. Kannst du nicht von diesem vielen Geld etwas anzahlen? Was brauchst du denn so dringend? Hast du einen neuen Liebhaber? Ach, weil ich abreise. Morgen. Für längere Zeit. Nach Paris oder Rom. Es ist unser letzter Abend. Na schön. Was? Also schön, weil Hochzeit ist. Ja. Ja, zurzeit laufen 3 Schachterschiffe für uns in Richtung New York. Oh, wie viel ist denn da drin? So zwischen 5 und 6 Millionen. Mhm, ganz schön. Die Geschäfte liegen auf der Straße. Wissen Sie, bei Golf geht es mir ganz genauso. Manchmal klappt alles wie am Schnürchen. Vom Tee weg, 150, 200 Yards, immer Fairway, mittellang. Und dann gibt es Tage, da geht nichts, überhaupt nichts. Stellen Sie sich einfach vor, vorige Woche habe ich 3 Bälle in einer halben Stunde im Raff verloren. Ça c'est Golf, Madame, sagte mein Trainer. Unglaublich. Aber es stimmt. Und erst beim Einlochen. Ist das schwierig. Ich könnte schwören, dass ich Sie schon mal irgendwo gesehen habe. Na, ich werde ganz bestimmt noch darauf kommen. Mir ist es auch so, so irgendwie. Ausgefallene Umstände. Musik. Ist doch Quatsch. Feuergefecht in der Nacht. Der günstigste Augenblick für einen Überraschungsangriff ist am Morgen, wenn die Leute austreten müssen. Übrigens, wo kann man hier mal? Hier runter, Oberstaatsanwalt. Danke. Wenn ich Sie da einen abführen darf. Ja, bitte sehr. Darf ich etwas fragen? Ja, fragen dürfen Oberstaatsanwalt. Sie. Aber ob ich antworten kann? Angenommen, ich wäre ein Gauner. Hören Sie mir zu. In unserem Vaterland werden jährlich 2 Millionen rechtskräftige Urteile gefällt. Warum sollten Sie nicht auch darunter sein? Ja. Natürlich nur, wenn Sie Wert darauf legen. Ich wollte Sie auch nur beispielhaft. Ja, ja, ja. Also wirklich mal angenommen, ich bin ein Gauner und hätte 2 Millionen auf ehrliche Weise verdient. Würden Sie mir das glauben? Wenn Sie mir beweisen können, dass Sie jährlich 2 Millionen ehrlich verdient haben, dann weiß ich, dass Sie mindestens noch 2 Millionen unehrlich dazu verdient haben müssen. Dann bin ich also verdächtig. Bitte nach Ihnen. Nee, ich muss nicht. Ach so. Hey, was ist denn? Wie geht's mit deinen Whisky-Stühlen? Was willst du? Ich weiß was, was du nicht weißt. Was weißt du? Dass du deiner lieben Stiefschwester noch nicht mal einen Knopf geschenkt hast, obwohl sie sich für euch geopfert hat. Na und? Gib mir einen kleinen Scheck. Hä? Ich will abhauen. Wohin willst du abhauen? Na, was soll ich noch jetzt in Berlin? Du wirst bald Millionär. Halt mal. Hau ab. Mach keinen Quatsch, verschwinde. Sie sind doch ein Gauner. Ich glaube, es wird langweilig hier. Es müsste mal etwas passieren. Wem sagst du das? Wenn es so weitergeht, müssen wir uns etwas anderes suchen. Denken Sie nicht auch? Die Metrostraße 10. Was ist das? Die Metrostraße 10. Schöne Mädchen, Musik, privat. Also dann gehen wir leise weiter sein. Pension immer treu. Immer treu Straße 10. Was ist denn das? Ja? Wann? Gut, wir sind ja hier. Ich mach das schon, Lolita. Wir kriegen Besuch.
Meine Damen und Herren, vielleicht ist dies der Beginn einer allgemeinen Fröhlichkeit. Ich glaube, jeder der Anwesenden sollte dazu etwas beitragen. Fangen Sie doch an, Herr Pfarrer! Womit denn? Singen, Herr Pfarrer! Ja, soll ich vielleicht etwas Frivoles singen? Na, freilich! Ja? Mädel, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite. Ich hab dich gar so gern, das macht mir Freude. Mädel, Scheiße! Westerwald! Zwei! Drei! Immatreustraße 10. Na klar. Ja. So. Dieser Oberstaatsanwalt. Das kenne ich ja. Halt, halt, Herr Oberstaatsanwalt. Das ist ja ein... Nein, Herr Oberstaatsanwalt, das kann ich nicht zulassen. Da können Sie nicht rein. Warum denn? Das ist ja ein Puff. Ein Bordell? Ach ja, dazu bin ich eigentlich noch zu nüchtern. Herr Oberstaatsanwalt, ich kenne da um die Ecke herum eine kleine Kneipe, wenn ich Sie da ja, vielleicht schön, hinführen ja, darf. Ich komme sofort. Ja. Recht. Ja, ja. So. Sie scheinen mir überhaupt ein sehr kluger Mensch zu sein, dass Sie keinen Frack angezogen haben, sondern Smoking. Ja. Wer sitzt denn da noch um diese Zeit? Guten Morgen. Oh, das Telegramm habe ich fast vergessen. Nein, für Kurt. Für mich? Wahrscheinlich vom Bundespräsidenten persönlich. Wirst schon sehen. Lieber Kurt. Komm doch. Schlimm? Kein Glückwunsch-Telegramm? Da war doch noch irgendwas, wo ich hingehen wollte. Los, los, komm. Komm, los. Was ist denn los? Komm schon. Hast du eine Meise? Los. Entschuldigung, ich muss ihn immer ins Bett bringen. Ja, guten Abend. Was ist denn los? Herr Ober, kommen Sie mal hier. Bitte schön. Sagen Sie mal, wo ist denn hier die Immatreustraße? Was ist denn los? Unsere Kähne sind am Absaufen. Die schwimmen doch noch. Wir verlieren den Gewinn von 3,5 Millionen und haben zusätzlich noch einen Verlust von über 1 Million, wenn wir die Kähne zurückbeordern. Aber es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Unser ganzes Geld steckt in dem Geschäft. Außerdem noch die hohen Kredite. Ich schlage vor, wir lösen die Firma auf und wickeln die Sache ordnungsgemäß ab. Scheißt euch doch nicht in die Hosen. Wir sollten nach New York fliegen und persönlich sehen, was zu machen ist. Was soll da noch zu machen sein? Ich habe keine Lust mehr, noch mal Kleinholz zu hacken. Ich auch nicht. Ich bin ja schon völlig entwöhnt. Mensch, nun sag doch mal was, Professor. Du hast doch immer so tolle Ideen. Was weiß ich? Ich habe eine Idee. New York. Komm, fahr ins Hilton. Tja, 3 Schiffe mit insgesamt 2000 VWs. Aber das ist ja eine wunderbare Gelegenheit. Wir laden unsere Ware in eure VWs und Fracht bleibt Volkswagen. Was ist das für Ware?
Kleine Ausrüstung für die Freiheitskämpfer in Algerien. Was? Waffen? Nein, da mache ich nicht mit. Was heißt, da mache ich nicht mit? Wenn wir die Millionenkredite nicht zurückzahlen können? Wenn die Banken erfahren, dass die Sicherheiten nicht stimmen? Und dann? Herr Bruck? Ja? Ihr Gespräch nach Zürich. Augenblick, bitte. Na, drei Schiffe haben wir. Praktisch gehört jedem eins. Ich mache mit meinem, was ich will. Ja, und ich? Hier, bitte. Danke. Ja, Bruck. Oh, gerne, Maus. Entschuldige, habe ich dich aufgeweckt? Aber nein, Ronny, du bist es. Was gibt es denn? Pass auf, ich treffe gerade ein paar Dispositionen. Ich muss alles Geld flüssig machen. Ich brauche mindestens 1 Million. Heb also bitte alles Geld ab, beleihe die Bürohäuser, sprich am besten mit Herrn Wetterli. Aber Ronny, das ist doch ganz unvernünftig. Das Geld hier ist doch bestens angelegt. Die Sache muss so schnell wie möglich erledigt werden. Nein, ich verstehe dich nicht. Nein, es liegt nicht an der Verbindung. Ich verstehe dich nicht. Ja, wieso denn? Wieso? Ich denke gar nicht daran. Das ist doch mein Geld. Ich brauche es und ich bekomme es. Ich erinnere dich ungern. Aber alles hier läuft auf meinen Namen. Ja, Gerda, bist du eigentlich verrückt geworden? Das war ich, Ronny. Aber jetzt möchte ich schlafen. Entschuldige. War er sehr aufgeregt? Was sagt er denn? Es ist das erste Mal, dass er mich nicht gebeten hat, dich herzlich zu grüßen. Was ist denn? Was hast du denn? Ist was mit deiner Frau? Wie viel ist denn drin in Ihrem Geschäft? Was verdienen Sie an einem VW? 1800. Ich biete Ihnen 2000. Plus 1000 als Gefahrenzulage. Plus 500. Sie wollen ein Vielfaches verdienen ohne Risiko. Ich kaufe die Waffen. Also gut, 3000 pro Wagen. 2000 haben Sie geladen, macht für Sie 6 Billionen. Schlecht? Kann dabei was passieren? Ja. Die Franzosen sehen es bestimmt nicht gern, wenn wir nach Algier fahren. Und wenn sie uns erwischen? Drehen wir ab. Nach Ägypten. Der Kapitän kriegt von uns eine Lotsen mit. Ich werde selber an Bord sein. Bravo, Professor, das gefällt mir. Über Gräber vorwärts, Freunde. Land, Professor. Die Küste. Was heißt Küste? Unsere Küste, unser Hafen? Noch 2 Seemeilen bis zur Hoheitsgrenze. Ah, da haben wir es ja bald geschafft. Oh, da sind noch welche. Die wollen da auch hin. Die französische Marine. Franzosen? Ach, das ist ungefährlich. Die sind ja noch weit weg. Ja, genau. Die schießen ja. Ja. Achtung, volle Deckung! Das war ein Schuss vor dem Bug. Wir müssen stoppen. Was soll denn der Quatsch? Bloß Routinesache. Die kommen an Bord. Wozu denn? Wir haben doch nur Volkswagen geladen. Eben. Betrifft sie ja nicht. Die suchen nur Waffen. Die schönen Granatwerfer. Ach was! Das Ganze halt! Und wenn's dunkel ist, mit Vollgas durch. Das glaubst du doch selbst nicht. Schlamassel. Wir verlieren alles. Die ganze Ladung. Unser ganzes Geld. Und die Ehre.
Apropos Ehre, meine Damen und Herren. Fernsehen, Rundfunk und Presse haben sich hier versammelt, um Ihnen vom überraschenden Ausgang einer Geschichte zu berichten, die auf den Tag genau vor 3 Jahren an dieser Stelle so hoffnungsvoll angefangen hat. Wieder einmal lässt sich sagen, wer von uns ohne Schuld im Glashaus sitzt, der werfe den ersten Stein. Der werfe Steine auf die 3 Männer, die den Mut haben, freiwillig heimzufinden in den Schoß, ich meine in das Haus unserer Ordnung. Unter Zusicherung milder Umstände und ehrenvoller Behandlung natürlich. Denn was immer sie begangen haben, es waren keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern bestenfalls mangelnde Kenntnis der Spielregeln unserer Wirtschaft, ein Versehen in den Mitteln. Und Mittel, die zum Wohlstand führen, gibt es ja viele. Diese 3 Männer wollten ganz legal teilhaben an unserem Reichtum, unserem Glück, unserem Sattsein. Das ist begreiflich, denn wir sind alle Kinder gleichen Geistes und gleicher Absichten. Und wenn mancher Mann in unserem schönen Vaterlande wüsste, wer mancher Mann in unserem schönen Vaterlande wäre, gibt manchem Mann manchmal mehr oder weniger Ehre. Was ist denn los? Drum hat er dir einen Wagen geschenkt. Was heißt drum? Du sollst dich hinsetzen. Mama will mit dir reden. Reden, reden. Heiraten tut er. Dein schöner Kurt. Was ist? Ja, ein Mädchen aus Freiburg. Heiraten? Befehl vom Chef, wegen der Firma. Du bist eben nicht Fräulein Konsul. Nee. Der Professor sagt, du musst für die Gesellschaft ein paar Sachen lernen. Kunst und so ein Zimt, damit du mitreden kannst. Ich werde über Männer reden. Da weiß ich am besten Bescheid. Na eben nicht, Mama. Das ist ja unfein. Hello, Darling. How do you do? Sag mir, worüber soll meine Mutter quatschen auf der Hochzeit? Nein, du, am besten quatscht sie gar nichts. Oder wenn schon, dann was Intellektuelles. Über Pferde oder Golf. Das ist Charlies Mutter. Fabelhafte Frau, ihre Mutter. Weißt du, was sie gesagt hat? Fabelhafte Frau. Übrigens, Gerda Maus. Ja? Du fährst übers Wochenende nach Zürich. Ja, aber da ist doch die Hochzeit. Ja, ich weiß schon, aber das ist besser so. Wie du meinst. Ronny. Fernsehen und Wochenschau für die Feierlichkeiten vor der Gedächtniskirche sind schon bestellt. Herr Vogt, ich bitte Sie.
Aber hören Sie doch! Ich höre gar nichts, ich knalltöte, ich höre nur Musik. Sie ruinieren mein Lokal! Habt ihr das gehört? Wir ruinieren den Sanierer. Wir ruinieren das Lokal! Und sind Sie ehrlich? Da haben Sie es! Machen Sie doch nicht in die Allerwerte los! Macht ihr doch nicht in die Allerwerte los! Uralter Hase! Das ist doch nur, was wir gehen los! Komm, wir machen das hier! Wisst ihr was? Ihr kauft hier den Schuppen ab! Aber mach doch keinen dummen Witze! Was soll der Laden kosten? Ach, das können Sie doch gar nicht bezahlen. Wie war das bitte? Habt ihr es gehört? Wir können den Laden hier nicht bezahlen. Da. Köstlich. Hör auf mit der Sprache. Wie viel kostet der Laden? Ne? 200.000. Na, was gekauft? Gekauft. Na, was heißt gekauft? Bargeld. Wie war das denn? Sind wir nicht gut genug für 200 Mille? Ich habe gesagt, Bargeld. Sind wir nicht gut genug für 200 Mille? Was? Das hast du. Habt ihr das gehört? Bargeld lacht. Jetzt tu mal mit mir das Tanzbein schwingen. Komm. Hol den Koffer mit den 200 Mille. Da ist ein Schlüssel. Was soll das? Soll ein Koffer. Nur der Lappali hab ich im Kofferraum. Gib mir ein bisschen. Koffer kriegen Sie sonst dazu. Gib mir mal ein bisschen. Der Kapellmeister ist entlassen, das Lokal gehört uns. Alle Anwesenden sind unsere Gäste und der Rest spielt jetzt. Ja, hallo, Bach. Herr Brock hat das Lokal gekauft. Tun Sie, was Ihr neuer Chef sagt. Ja! Jungs, aufs Parkett! Wir haben das Lokal gekauft! Wunderbarmeister. Herr von Bredow. Wo ist denn der Budiger? Herr von Bredow. Hey. Aufwachen. Ah, Professor. Ich habe mit Ihnen zu reden. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Sagen Sie mal, was haben Sie jetzt vor? Ich gehe in Pension. In Ihrem Alter? Ich werde 52. Ich hätte da eine glänzende Gelegenheit für Sie. Gelegenheit? Was denn? Etwas Einmaliges. Ein Lokal in erstklassiger Lage im Zentrum. Sozusagen geschenkt. Darüber lässt sich reden. Was soll es denn kosten? 200.000. Was? 200? Um Gottes Willen. So teuer darf doch kein Lokal sein. Das ist ja ein ganz besonderer Laden. Um was für ein Lokal handelt es sich denn? Um dieses hier. Um die Grand Seigneur Bar. Die Grand Seigneur Bar? Ja. Ach, wissen Sie, Professor, mit dem Geschäft habe ich schon mal zu tun gehabt. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, lassen Sie die Finger davon. Die ist keine 150 Mille wert. Was sagen Sie da? Keine 150 Mille? Aber Herr von Bredow, ich muss doch schon sehr bitten. Oh, bitten können Sie, aber ich für meinen Teil danke. Na, was wollen Sie zahlen? Was hat er denn gemeint, Professor? Es könnte sein, dass die jahrelangen Anstrengungen Zinsen tragen. Wir haben uns in das Herz des Herrn Pfarrers hineingesungen, ne? Durch seinen Hintern vielleicht in die Freiheit. Los, los, los! Beeilung! Ah, jawohl, Herr Hausmeister! Na los, Host, ab dann! Hock! Ja, Herr Wachtmeister? Ab in die Bücherei. Bücherei, ja. Lehnert! Jawohl, Herr Wachtmeister! Holzplatz! Aber Herr Wachtmeister, Holzplatz, schon wieder Holzplatz. Kicken Sie sich doch mal meine Hände an. Haben Sie Angst vor Schwielen? Na, die habe ich doch schon. Dann lassen Sie sich nachher meine Kühen. Ruhe im Glied! Der feine Kurt, noch immer Angst vor ehrlicher Arbeit? Ehrliche Arbeit in der Uniform? Na los, hauen Sie ab, Mensch! Bauer! Wunderbar, Meister. Küche! Wolle war, Meister. Bolle. Mensch, was ist denn mit dir los? Ist er weg? Ja. Der Pfarrer, der steht da oben am Fenster. Aber jetzt für den? Natürlich, da sagt er immer, arbeiten ist so gut wie beten. Und wer betet? Dem hilft der Liebe hier. Badische Anilin, 505, bezahlt. Bochumer Verein, 308. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Herr Pfarrer. Bleiben Sie sitzen. Bitte bleiben Sie sitzen. Na, Bruck, wie stehen die Aktien? Tja, Herr Pfarrer, jetzt müsste man welche haben. 311.
Bei der Konjunktur? Wieder mit großem Wirtschaftsteil. Danke, Herr Pfarrer. Wer jetzt draußen ist und auch nur ein bisschen geschickt. Bruck, Sie wissen, dass ich Ihren Weg hier immer mit Anteilnahme und Wohlwollen verfolgt habe. Ja, das weiß ich, Herr Pfarrer. Ich sehe mir unsere Leute an und frage mich, ob es sich lohnt. Es sind nicht viele, aber bei Ihnen, Bruck, da hatte ich das Gefühl, es könne sich lohnen. Ich habe mich für Sie eingesetzt, aber das wissen Sie ja schon längst. Oh, ich danke Ihnen, Herr Pfarrer. Für meine Weihnachtsfeier verliere ich leider meine besten Leute. Was denn, Herr Pfarrer? Kurt Lehnert und Charlie Bauer auch? Ich sagte ja, meine besten Leute. Aber nein, ich sage lieber kein Wort. Ich sage kein weiteres Wort mehr. Lediglich der Tatsache, dass unsere Gefängnisse überfüllt sind und der eifrigen Befürwortung durch Herrn Pfarrer Behrendt, verdanken Sie es? Du brauchst du gar nicht aufzustehen. Keine Gläser, nichts? Und von oben? Ein Schlauch. Für den Mund. Und jetzt? Ihr hört, wie du den Stuhl einstellst? Mit Soda? Zzzzt. Ohne Soda. Mit Eis? Ohne Eis. Und natürlich jede Art von Whisky, die du meinst. Charlie. Ist der Platz frei? Nee, hier ist besetzt. Setz dich doch mal hier auf den Schemel, ich muss mal telefonieren. Keine Angst. Guten Abend, Fräulein. Bitte ein Gespräch nach Berlin. Moment. Bitte? Dankeschön. Geht schon. Es ist 23.45 Uhr. Um 23 Uhr wolltest du anrufen. Ich konnte nicht vorher anrufen, Professor. Ich bin doch auf der Flucht vor dem alten Möbius. Der will doch unbedingt sehen, wie der Mann aussieht, auf den seine Tochter steht. Oder umgekehrt, ist ja ganz egal. Dazu fährst du also nach Hamburg. Schließlich habe ich auch ein Privatleben. Übrigens, das mit Kollerwehr, das ist in Ordnung. Konsul Möbius, weißt du, was das bedeutet? Was weißt denn du schon wieder von Möbius? Ich muss immer wissen, mit wem du umgehst. Schon aus Gründen der Sicherheit. Außerdem gehört es zum Geschäft, Auskünfte einzuholen. Also Möbius, wenn du es genau wissen willst, bedeutet beste Gesellschaft. Es gibt nichts, was der nicht in der Familie hat. Fabrikanten, Aufsichtsräte, Bankiers. Waffenhändler, Abgeordnete. Wenn wir da hineinkommen. Also, Professor, das tut mir furchtbar leid, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja? Beruf, Geschäft ist Geschäft, aber das ist Privatleben. Ich erwarte, dass du das Opfer bringst und mit dem Konsul frühstückst. Verstanden? Kommt überhaupt? Hallo! Hallo! Aufgelegt hatte. Was bin ich schuldig? 230. Verzeihung, kennen Sie den Konsul Möbius? Er hat noch nicht die Ehre. Aber seine Tochter scheint Sie doch zu interessieren. Was geht Sie denn das an? Keine schlechte Partie. Du solltest dein Geld an den Hut stecken. Sagen Sie ihm das, wenn Sie das nächste Mal sehen. Wie viel? 2,30 Mark. Es ehrt Sie, dass Sie es nicht auf sein Geld abgesehen haben. Und dass Sie die Tochter auch ohne besonders gerne mögen. Ohne ist sie mir überhaupt am liebsten. Oh, guten Abend, Schönheit. Wer sind denn Sie eigentlich? Ich bin der, vor dem Sie ausreißen. Hm? Sie sind Konsul Möbius? Gib doch mal ein Spiel. Wie sitzt denn der Anzug, hä? Enorm, Junge. Ha? Enorm. So was. Nach 4 Jahren. Nicht mal Klamotten können die aufheben. Stinkt nach Motten. Riech doch mal hier. Weiß ich doch. Meine Herren, ich wollte mich nur selbst von Ihnen verabschieden. Denken Sie trotzdem immer daran, Herr Lehnert, dass im Leben der innere Mensch entscheidend ist. Jawohl, Hochwürden. Ich glaube, das habe ich jetzt erfahren. Durch Sie hindurch können wir in eine bessere Zukunft blicken, Hofwürden. In Sie in Zukunft lieber zu Fuß, Herr Bauer. Autos führen in Versuchung. Mach ich. Werden Sie abgeholt, Herr Bruck? Meine Frau und ich haben die 4 Jahre gestrichen. Wir fangen genau dort an, wo wir aufgehört haben. Sie hat damals gerade Sauerbraten für den Abend vorbereitet, als ich abgeholt wurde.
Ich werde Sie... Ich werde Ihre Stimmen sehr vermissen. Mensch Kurt, was sagst du? Ozon. Freiwillig 2 Stunden länger im Knast bleiben, damit er dem Pfarrer zuliebe im Chor singen kann? Komischer Typ, der Professor, wa? Er wird schon wissen, warum. Also? Ich sag dir nochmal, bei Mama ist Platz genug. Also gut. Komm. Nee, nicht zu Fuß. Wir nehmen eine Taxe, Mensch. Taxi! Immer treu, Straße 10, Chef. Pension immer treu. Mäntel mit Samtkragen. Den kauf ich mal morgen. Der VW hat sich kaum verändert. Aber Mercedes. Pontonform. Komm. Kein Hilton. Tja. 3 Schiffe mit insgesamt 2000 VWs. Aber das ist ja eine wunderbare Gelegenheit. Wir laden unsere Ware in eure VWs und Fracht bleibt Volkswagen. Was ist das für Ware? Kleine Ausrüstung für die Freiheitskämpfer in Algerien. Was? Waffen? Nein, da mache ich nicht mit. Was heißt, da mache ich nicht mit? Wenn wir die Millionenkredite nicht zurückzahlen können? Wenn die Banken erfahren, dass die Sicherheiten nicht stimmen? Und dann? Herr Bruck? Ja? Ihr Gespräch nach Zürich. Augenblick, bitte. Na, 3 Schiffe haben wir. Praktisch gehört jedem eins. Ich mache mit meinem, was ich will. Ja, nee. Hier, bitte. Danke. Ja, Bruck. Oh, gerne, Maus. Entschuldige, habe ich dich aufgeweckt? Aber nein, Ronny, du bist es. Was gibt es denn? Pass auf, ich treffe gerade ein paar Dispositionen. Ich muss alles Geld flüssig machen. Ich brauche mindestens 1 Million. Heb also bitte alles Geld ab, beleihe die Bürohäuser, sprich am besten mit Herrn Wetterli. Aber Ronny, das ist doch ganz unvernünftig. Das Geld hier ist doch bestens angelegt. Die Sache muss so schnell wie möglich erledigt werden. Nein, ich verstehe dich nicht. Nein, nein, es liegt nicht an der Verbindung. Ich verstehe dich nicht. Ja, wieso denn? Wieso? Ich denke gar nicht daran. Das ist doch mein Geld. Ich brauche es und ich bekomme es. Ich erinnere dich ungern. Aber alles hier läuft auf meinen Namen. Ja, Gerda, bist du eigentlich verrückt geworden? Das war ich, Ronny. Aber jetzt möchte ich schlafen. Entschuldige. War er sehr aufgeregt? Was sagt er denn? Es ist das erste Mal, dass er mich nicht gebeten hat, dich herzlich zu grüßen. Was ist denn? Was hast du denn? Ist was mit deiner Frau? Wie viel ist denn drin in Ihrem Geschäft? Was verdienen Sie an einem VW? 1800. Ich biete Ihnen 2000. Plus 1000 als Gefahrenzulage. Plus 500. Sie wollen ein Vielfaches verdienen ohne Risiko. Ich kaufe die Waffen. Also gut, 3000 pro Wagen. 2000 haben Sie geladen. Mach für Sie 6 Billionen. Schlecht? Kann dabei was passieren? Ja. Die Franzosen sehen es bestimmt nicht gern, wenn wir nach Algier fahren. Bitte? Fernsehen und Wochenschau für die Feierlichkeiten vor der Gedächtniskirche sind schon bestellt.
Für den Abend würde ich vorschlagen, ein Quartett, eine Sängerin und einen Rezitator. Alles beste Kräfte, hohe Qualität. Hallo. Tja. Na? Wie sieht das Programm aus? Wiederholen Sie noch mal für Herrn Bauer. Immer eine Dame und ein Herr heraustreten. Es sind die besten Edelkomparsen, die ich auftreiben konnte. Ja, ich verstehe. Guten Tag. Ja, guten Tag. So habe ich mir eigentlich meine Verwandtschaft nicht vorgestellt. Ja. Ich hätte ja fast meine eigenen Verwandten nehmen können. Hello, my name is Georg Agarov from New York. I'm here for a wedding, and I'm looking for a lady to sort of come with me to the party tomorrow. Well, anyway, here's my card. Well, verstehen Sie nicht Englisch? Well, you think it over, won't you? Maybe? Also hören Sie mal gut zu. Ich heiße Kurt Lehnert und bin ehemaliger Major der Panzerwaffe. Mein Vater ist im Krieg gefallen, meine Mutter ist auf der Flucht gestorben. Wir besaßen ein großes Gut in Oberschlesien, nahe der polnischen Grenze. Und Sie sind meine entfernten Verwandten. Wie heißen Sie? Agnes Müller. Na, das ist ganz schlecht. Wie heißen Sie? Salomon. Na, das macht ja nichts. Sie sind also das Ehepaar Salomon und entfernte Verwandte meiner Mutter. Wie heißen Sie? Durakin. Durakin, na schön. Also Sie sind ein entfernter Verwandter meines Vaters. Ich bitte elegant, diskret, schwarz-weiß-rot, braunes Abendkleid, wenig sprechen, unverfängliche Themen. Danke, meine Herren. Ja, bitte? Das dürfte wohl ein Irrtum sein. Ich wollte nur mal nachschauen, ob ich etwas vergessen habe. Ich habe vor kurzem hier gewohnt. Es war ganz sauber hier. Alles desinfiziert. Und keinerlei Ungeziefer. Hallo? Ach, du bist. Ja. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn du noch mal zurückkommen würdest. Mhm. Da ist gerade eine professionelle Dame hereingekommen, der du sicher noch etwas schuldig bist. Ist er weg? Ja. Der Pfarrer, der steht da oben am Fenster. Habe jetzt die Fideen? Natürlich, da sagt er immer, arbeiten ist so gut wie beten. Und wer betet, dem hilft der Liebe hier. Badische Anilin, 505, bezahlt. Bochumer Verein 308. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Herr Pfarrer. Bleiben Sie sitzen. Bitte bleiben Sie sitzen. Na, Bruck, wie stehen die Aktien? Tja, Herr Pfarrer, jetzt müsste man welche haben. Bei der Konjunktur? Wieder mit großem Wirtschaftsteil. Danke, Herr Pfarrer. Wer jetzt draußen ist und auch nur ein bisschen geschickt. Bruck, Sie wissen, dass ich Ihren Weg hier immer mit Anteilnahme und Wohlwollen verfolgt habe. Ja, das weiß ich, Herr Pfarrer. Ich sehe mir unsere Leute an und frage mich, ob es sich lohnt. Es sind nicht viele, aber bei Innbruck, da hatte ich das Gefühl, es könne sich lohnen. Ich habe mich für Sie eingesetzt, aber das wissen Sie ja schon längst. Oh, ich danke Ihnen, Herr Pfarrer. Für meine Weihnachtsfeier verliere ich leider meine besten Leute. Was denn, Herr Pfarrer? Kurt Lehnert und Charlie Bauer auch? Ich sagte ja, meine besten Leute. Aber nein, ich sage lieber kein Wort. Ich sage kein weiteres Wort mehr. Lediglich der Tatsache, dass unsere Gefängnisse überfüllt sind und der eifrigen Befürwortung durch Herrn Pfarrer Behrendt verdanken Sie es, dass ein Drittel der von Ihnen zu verbüßenden Strafe als ein außerordentlicher Gnadenakt mit einer Frist von 3 Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird. Sie können das hohe Fest in Freiheit feiern. Sehen Sie zu, dass Sie diesmal nicht wieder schon nach 6 Monaten hier sind. Donnerschlag, bin ich dünn geworden. Junge, das Leben hat uns wieder. Charlie, gib doch mal ein Spiel. Wie sitzt denn der Anzug, hä? Enorm, Junge. Hä? Enorm. Sowas. Nach 4 Jahren. Nicht mal Klamotten können die aufheben. Stinkt nach Mottenkugel. Riech doch mal. Weiß ich doch, weiß ich doch.
Meine Herren, ich wollte mich nur selbst von Ihnen verabschieden. Denken Sie trotzdem immer daran, Herr Lehnert, dass im Leben der innere Mensch entscheidend ist. Jawohl, Hochwürden, ich glaube, das habe ich jetzt erfahren. Durch Sie hindurch können wir in eine bessere Zukunft blicken, Hochwürden. Gehen Sie in Zukunft lieber zu Fuß, Herr Bauer. Autos führen in Versuchung. Mach ich, mach ich. Werden Sie abgeholt, Herr Bruck? Meine Frau und ich haben die 4 Jahre gestrichen. Wir fangen genau dort an, wo wir aufgehört haben. Sie hat damals gerade Sauerbraten für den Abend vorbereitet, als ich abgeholt wurde. Draußen eine Stahltür. Die Fenster vergittert, ist ja wie im Knast. Vergesst nicht, dass wir hier einiges Geld zu liegen haben. Mach bitte, lieber Kurt, nimm doch den Koffer von dem neuen Tisch. Den habe ich extra anfertigen lassen. Runder Konferenztisch, ja. Wa? So. Hier sind 3 Schlüssel. Jeder einzelne dieser Schlüssel schließt draußen die Eingangstüre auf. Das ist deiner, mein lieber Kurt, und das ist meiner. Aber in diesem Tisch sind außerdem 3 Schlösser angebracht. Die können nur mit den 3 Schlüsseln gemeinsam geöffnet werden. Sollte einer verloren gehen, liegt der Nachschlüssel beim Notar. Bitte, jeder eine Drehung, im Uhrzeigersinn, du fängst an. Du, Kurt, und jetzt ich. Oh, bei mir klemmt's. Ja, auch. Das geht doch nur bei mir. Ach, so. So. Du bist ein ausgekochter Junge. Unsere Kasse, wa? Ja, unsere Kasse. Warum nehmen wir das Geld eigentlich nicht auf der Bank? Da gibt's doch Zinsen. Unser Geschäft ist ein Bargeldgeschäft. Außerdem möchte ich das, was wir in Steuern bezahlen, selbst bestimmen. Mit einem Bankkonto liegen wir zu offen. Wie viel ist denn da drin? An die 400.000. Wie viel hast du dabei, Kurt? Hundertzehn. Du bist ja so blass, mein lieber Kurt. Ist ja kein Wunder bei der Arbeit, nicht? Also, wie viel fehlt? Mach keinen Scheiß. Von Schwein bist du doch nicht, oder? Bleib mir von der Wäsche, ja? Also gut, ein Bündel habe ich abgezweigt. Deine Einlage waren 600 Mark. Die kannst du zurückhaben, hoch verzinst, aber dann raus. Mit solchen Leuten kann ich nicht arbeiten. Moment mal, die Idee mit den VWs war von dir zugegeben. Aber dass so viel geworden ist, liegt ja schließlich auch ein bisschen an mir. Wir arbeiten ja wie die Hunde, damit das Geld in deine Persilschachtel kommt oder in die Gulaschkanone. Mach doch mal eine Ausschüttung. In eurem Interesse habe ich bis jetzt keine Ausschüttung gemacht. Geld verführt. Du, Kurt, bist ein Hochstapler und Charlie ein Dummkopf. Das ist zwar eine Sauerei, aber so ganz Unrecht hat er nicht, Professor. Die 500.000 ist doch erst der Anfang. Ich hoffe, dass die ganze nicht lange auf sich warten lässt. Aber schön. Ich wollte heute sowieso eine Ausschüttung machen. Charlie, ich, Kurt, Charlie, ich, Kurt hat schon, Charlie. Mama! 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 Was gibt's? Komm doch mal her! Was ist denn? Komm schon! Woher? Ich denke, du bist auf der Fahrt nach St. Moritz. Ich hab gedacht, wenn dein Sohn vielleicht doch nicht entlassen wird, bist du am Heiligen Abend allein. Wer ist denn das? Das ist deine Schwester. Das ist Lotte? Lolita, bitte. Du stinkst nach Gast. Halt die Schnauze. Na denn, fröhliche Weihnachten. Guten Abend. Der Sauerbraten ist gleich fertig.
Auch im Abendland war der Gegenstand des Erscheinungsfestes die Offenbarung Christi als Sohn Gottes. Doch wo steht hier die Anbetung der Magier aus dem Morgenland? 2600. Hast du meinen Brief bekommen? Das Inserat konnte ich Donnerstag noch hinbringen. Es war noch in der Wochenendausgabe. Und? Ach, bring mir doch bitte einen Aschenbecher. Ja. Danke. Das ist bis gestern gekommen. Was wirst du denn jetzt machen, Ronny? Ja, bisher war ich noch gar nicht so ganz sicher damit. Aber jetzt sieht's fast so aus, als ob wir bald zu Geld kämen. Und zwar ganz legal. Das wäre schön, Ronny. Büro habe ich vielleicht auch schon am Kuhdamm, wenn's dir gefällt. Es war ein Modesalon drin früher. Du kannst es dir gleich nach den Feiertagen ansehen. Ja, ja. Du bist schon eine gute Maus. Was? Meine Gerda-Maus. Ich musste mal schwarz über die Grenze und kam bei Wannsee über ein Stacheldraht aus der Ost. Was macht ihr denn da? Am frühen Nachmittag wirklich? Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Du bist wirklich fein, pickfein. Danke. Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Du bist viel schöner. Ja, aber hat sie geheiratet. Ich mich. Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Nimm doch die Brille runter. Wie sieht denn das aus? Das kann ich nicht. Warum nicht? Ach, ich hab doch immer Angst. Die können mich von zu Hause. Komm, mach weiter. Direktor Charlie Bauer, meine Mutter. Ja. Guten Abend. Liebes Bauer, ich hoffe, ihr heiratet noch oft. Oh, danke schön. Er sieht aus wie ein Generaldirektor von Krupp in Blond. Das empfehle ich mir auch. Sie sollten nicht mit Volkswagen handeln. Wissen Sie was Besseres? Wir können uns darüber unterhalten, wenn Sie lust. Und wieder einer. Dreiviertelstunde für einen Wagen, das ist zu viel. Mit Professor, die Berliner Straßen werden nicht kürzer. Hier ist die nächste Adresse. Deidesheimer Straße Nummer 8. Geld?
Ist genau abgezählt. Okay. Quatsch nicht so viel mit den Leuten. Versuch doch mal eine Stelle zu besorgen, geht Professor. Ich hab Hunger. Nur die Papiere. Also ich liebe ja Volkswagen. Aber meine Bäne mögen sie nicht. So, hier ist die nächste Adresse. Das Geld ist genau abgezählt. Nicht mal Zeit für ein kleines Bier, was? Ein Wagen weniger macht 1200 Mark. Willst du so viel für ein Bier ausgeben? Ja, sehr gut. Der hat ja 138 auf dem Tacho. Na, Gustav? Na ja, ich bin ein bisschen gefahren. Tust aber nicht wieder, Gustav. Hier ist das Geld. Bitte schön, zählen Sie mal nach. Ist ja nicht nötig, ich vertraue Ihnen doch. Aber könnten wir das Geschäftliche nicht in der Wohnung oben? Kleiner Mocker? Wissen Sie, mein Mann ist Dentist. So und er bohrt leider so viel, dass er gar nicht zum Fahren kommt. Aber wenn Sie mal was brauchen sollten, eine Brücke oder Prothese, mein Mann ist darin sehr gut. Sehr liebenswürdig, gnädige Frau. Vielen Dank, aber ich trage bereits seit meinem 20. Lebensjahr ein künstliches Gebiss. Ja, Wiedersehen, gnädige Frau. Alles Gute, schönes Richtfest. Wir kennen uns ja schon. Ja. Renate? Florentin? Kommt, kommt. Inge. Das ist Kurt Lehnert, Mama, ein Kumpel. Er weiß nicht, wohin. Ja. Hoffentlich störe ich nicht. Ihr Sohn hat mir das alles nicht ganz richtig erklärt. Bitte sehr, Frau. Danke. Waren Sie auch drin? Ja, Pech gehabt. Siehst du, Mama, es kann auch nur Pech sein. Ja. Wo kommst denn du her? Ich denke, du bist auf der Fahrt nach St. Moritz. Ich habe gedacht, wenn dein Sohn vielleicht doch nicht entlassen wird, bist du am Heiligen Abend alleine. Wer ist denn das? Das ist deine Schwester. Das ist Lotte? Lolita, bitte. Du stinkst nach Gast. Halt die Schnauze. Na denn, fröhliche Weihnachten. Guten Abend. Der Sauerbraten ist gleich fertig.
Auch im Abendland war der Gegenstand des Erscheinungsfestes die Offenbarung Christias Sohn Gottes. Da frühstückt hier die Anbetung der Magier aus dem Morgenland. 2600. Hast du meinen Brief bekommen? Das Inserat konnte ich Donnerstag noch hinbringen. Es war noch in der Wochenendausgabe. Und? Ach, bring mir doch bitte einen Aschenbecher. Ja. Danke. Das ist bis gestern gekommen. Auch wenn euch so richtig war. Herr Pfarrer, wir werden nie vergessen, was Sie für uns getan haben, aber... Was aber? Wir wollen unsere Vergangenheit vergessen. Aber natürlich, meine lieben Freunde. Ich sage ja nichts. Nein, nein, gar nichts. Gar kein Wort. Ich bin aber der Neffe von Konsul Möbius. Seid unbesorgt, er bedarf meines Zuspruchs, genau wie ihr. Hier bin ich nur Gast der Familie. Oh, wie appetitlich. Aber Herr Pfarrer, dann sind Sie ja mit uns. Verwandt. Ja? Ja, ja, nein, nein, ich sage nichts, gar kein Wort, gar keins. Keine Angst. Firma Ronald Bruck, ein dringendes Telegramm. Ein Telegramm für Ronald Bruck. Ja, ich werde es ihm geben. Was ist denn? Was willst du denn? Ich bin so traurig. Also raus mit der Sprache. Was gibt's denn? Du hättest mir eigentlich ein Abschiedsgeschenk machen können. Glaubst du nicht? Ich hab dir doch gerade erst einen wunderschönen Wagen geschenkt. Das ist schon lange hin. Na? Fehlen schon wieder 5 Minuten. Na und? Wir treffen uns Punkt 3 Uhr in meiner Wohnung, Bayerischer Platz 10. Mach keinen Ärger, Professor. Na komm, wir haben doch noch was anderes zu tun, als mit dir fangen zu spielen. Wer nicht kommen will, braucht nicht zu kommen. 2 Bier. Guten Tag. Guten Tag. So. Ich bin Frau Bruck. Ehefrau. So, Professor. Aha. Das können wir gebrauchen. Was können wir gebrauchen? Gute Manieren. Mach doch die Tür zu. Kommt rein, bitte. So, bitte setzt euch. Bitte. Will jemand ein Glas Sodawasser? Komm, Professor, verlang nicht zu große Opfer von uns. Dann also zum Geschäft. Wir werden, wie verabredet, neue Volkswagen aufkaufen und über Hamburg nach Amerika liefern. Die Lieferfrist für Volkswagen beträgt heute noch 1,5 Jahre. Das heißt, die Leute bestellen zwar Wagen, aber sie bekommen sie nicht.
Und an dieser Tatsache wollen wir verdienen. Aber wie? Ein Volkswagen kostet heute ab Werk 4.900 Mark. In Amerika bezahlt man offiziell 6.500 dafür. Das heißt, wenn Sie den Wagen sofort bekommen, bezahlen Sie sogar 7.500. Das bedeutet also 2.600 Mark mehr als der Werkpreis. Und an dieser Differenz wollen wir partizipieren. Wenn die Lieferfrist anderthalb Jahre beträgt und selbst die Leute vom VW mit dem Export nicht nachkommen, dann haben wir doch die Rechnung unter den Wirt gemacht. Wo sollen wir denn die Wagen hernehmen, die wir nach Amerika verschieben wollen? Ich meine, verkaufen wollen. Ja, das ist ja eben die andere Seite der Lieferfristen. In anderthalb Jahren überlegen sich viele Leute die Sache. In anderthalb Jahren verändern sich auch die Verhältnisse für viele Leute. Und manche sind dann froh, wenn sie den Wagen zu einem kleinen Überpreis wieder loswerden. Hier. Und möchte ich deshalb erklären, dass ich bereit bin, meinen sofortfälligen Kaufvertrag über ein VW-Exportmodell gegen ein Aufgeld von 200 Mark abzugeben, hochachtungsvoll? Wenn Sie mir D-Mark 200 bezahlen, können Sie meinen am 25. zu liefernden VW haben. Gebe ich meinen VW ab, Bedingung Barzahlung bis 200 D-Mark. Das war also deine Idee. Ja. Fällige VW-Verträge aufzukaufen. Mhm. Die Rechnung stimmt. Das sind die ersten 5 Briefe auf eine kleine Anzeige. Das ist doch irrsinnig einfach. Warum ist denn da noch niemand draufgekommen? Wahrscheinlich, weil es zu einfach ist. Das gefällt mir. Das gefällt uns. Offen und über Hamburg nach Amerika liefern. Die Lieferfrist für Volkswagen beträgt heute noch anderthalb Jahre. Das heißt, die Leute bestellen zwar Wagen, aber sie bekommen sie nicht. Und an dieser Tatsache wollen wir verdienen. Aber wie? Ein Volkswagen kostet heute ab Werk 4.900 Mark. In Amerika bezahlt man offiziell 6.500 dafür. Das heißt, wenn Sie den Wagen sofort bekommen, bezahlen Sie sogar 7.500. Das bedeutet also 2.600 Mark mehr als der Werkpreis. Und an dieser Differenz wollen wir partizipieren. Wenn die Lieferfrist anderthalb Jahre beträgt und selbst die Leute vom VW mit dem Export nicht nachkommen, dann haben wir doch die Rechnung unter den Wirt gemacht. Wo sollen wir denn die Wagen hernehmen, die wir nach Amerika verschieben wollen? Ich meine, verkaufen wollen. Ja, das ist ja eben die andere Seite der Lieferfristen. In anderthalb Jahren überlegen sich viele Leute die Sache. In anderthalb Jahren verändern sich auch die Verhältnisse für viele Leute. Und manche sind dann froh, wenn sie den Wagen zu einem kleinen Überpreis wieder loswerden. Hier. Und möchte ich deshalb erklären, dass ich bereit bin, meinen sofortfälligen Kaufvertrag über ein VW-Exportmodell gegen ein Aufgeld von 200 Mark abzugeben, hochachtungsvoll. Wenn Sie mir D-Mark 200 bezahlen, können Sie meinen am 25. zu liefernden VW haben. Gebe ich meinen VW ab, Bedingung Barzahlung bis 200 D-Mark. Das war also deine Idee. Ja. Fällige VW-Verträge aufzukaufen. Mhm. Die Rechnung stimmt. Das sind die ersten 5 Briefe auf eine kleine Anzeige. Das ist doch irrsinnig einfach. Warum ist denn da noch niemand draufgekommen? Wahrscheinlich, weil es zu einfach ist. Das gefällt mir. Das gefällt uns. Das gefällt euch. Aber das Geschäft sollte über Hamburg laufen, ne? Ich habe da schon ein paar Mal versucht, Wagen abzustoßen. Mehr als 200 oder 300 Mark waren da nicht drin. Na, erstens waren es geklaute Wagen, die Papiere waren nicht in Ordnung und zweitens waren es Gebrauchtwagen. Na und? Ich habe ja schon gesagt, die Hamburger Zwischenhändler sind weitgehend auszuschalten. Nun zum Anfangskapital. Ich habe hier eine Einlage von 2.600 Mark. Und wie viel hast du? 350. Weiß wie Schnee. Was ist das? Das ist von Mama. 350 zurück. Und du? 100? 200? Mal weiter. Ist ja schließlich Weihnachten. Mal weiter, du hast ja 830 rausbekommen. Muss mich auch ganz neu einkleiden, nicht? Los, Charlie, schau nach. Mal zum Schlafen. Danke. Und ich wollte nie Koffer tragen.
Mach's gut, mein Engel. Ich zähle die Stunden. Auf Wiedersehen. Ciao. Was ist denn mit dir? Willst du hierbleiben? Mir war plötzlich eingefallen, dass du 110 Riesen im Koffer hast und ein Hochstapler bist. Ja, und da hast du gedacht, ich hätte den Koffer genommen und wäre damit abgehauen, was? Genau. Ja. Weißt du, was du bist? Draußen eine Stahltür, die Fenster vergittert, ist ja wie im Knast. Vergesst nicht, dass wir hier einiges Geld zu liegen haben. Mach bitte lieber Kurt, nimm doch den Koffer von dem neuen Tisch. Den habe ich extra anfertigen lassen. Runder Konferenztisch, ja. Wa? So. Hier sind drei Schlüssel. Jeder einzelne dieser Schlüssel schließt draußen die Eingangstüre auf. Das ist deiner, mein lieber Kurt, und das ist meiner. Aber in diesem Tisch sind außerdem drei Schlösser angebracht. Die können nur mit den drei Schlüsseln gemeinsam geöffnet werden. Sollte einer verloren gehen, liegt der Nachschlüssel beim Notar. Bitte, jeder eine Drehung, im Uhrzeigersinn, du fängst an. Du, Kurt, und jetzt ich. Oh, bei mir klemmt's. Ja, auch. Das geht doch nur bei mir. Ach, so. So. Du bist ein ausgekochter Junge. Unsere Kasse, wa? Ja, unsere Kasse. Warum nehmen wir das Geld eigentlich nicht auf der Bank? Da gibt's doch Zinsen. Unser Geschäft ist ein Bargeldgeschäft. Außerdem möchte ich das, was wir in Steuern bezahlen, selbst bestimmen. Mit einem Bankkonto liegen wir zu offen. Wie viel ist denn da drin? An die 400.000. Wie viel hast du dabei, Kurt? Hm. 110. Du bist ja so blass, mein lieber Kurt. Ist ja kein Wunder bei der Arbeit, nicht? Also, wie viel fehlt? Mach keinen Scheiß. Von Schwein bist du doch nicht, oder? Bleib mir von der Wäsche, ja? Also. Meine Herren, ich wollte mich nur selbst von Ihnen verabschieden. Denken Sie trotzdem immer daran, Herr Lehnert, dass im Leben der innere Mensch entscheidend ist. Jawohl, auch würden. Ich glaube, das habe ich jetzt erfahren. Durch Sie hindurch können wir in eine bessere Zukunft blicken, Hofwürden. In Sie in Zukunft lieber zu Fuß, Herr Bauer. Autos führen in Versuchung. Mai, Mai. Werden Sie abgeholt, Herr Bruck? Meine Frau und ich haben die 4 Jahre gestrichen. Wir fangen genau dort an, wo wir aufgehört haben. Sie hat damals gerade Sauerbraten für den Abend vorbereitet, als ich abgeholt wurde. Ich werde Sie, ich werde Ihre Stimmen sehr vermissen. Ozon. Freiwillig 2 Stunden länger im Knast bleiben, damit er dem Pfarrer zuliebe im Chor singen kann. Komischer Typ, der Professor, wa? Man wird schon wissen, warum. Also? Ich sag dir nochmal, bei Mama ist Platz genug. Also gut. Komm. Nee, nicht zu Fuß. Wir nehmen eine Taxe, Mensch. Taxi! Immer treu, Straße 10, Chef. Pension immer treu. Mit Rundenkragen, Mäntel mit Samtkragen.
Den kaufe ich mal morgen. Der VW hat sich kaum verändert. Aber Mercedes. Pontonform. Und dabei tue ich das alles doch nur, damit du dich ein bisschen sicher fühlst. Ich meine, gib mir doch mal meine Pantoffeln. Hm. Was gibt's heute zu essen? Kohlrabi mit Schinken. Und Bier? Ja, habe ich schon kalt gestellt. Soll ich die Schachtel in den Kleiderschrank geben? Hm. Oder? Gerda, Maus. Du fährst morgen in die Schweiz. Ich? Du triffst doch deinen Herrn Wetterli, ein sehr anständiger, stiller Mensch. Der wird das Geld anlegen. Und zwar auf deinen Namen. Man kann nie wissen, was passiert. Wir leben in Gütertrennung, also kann niemand ran. An das Geld. Nimm dir aus der Schachtel, was du brauchst. Für ein Kleid, für ein Kostüm, für ein paar Schuhe. Ich möchte nämlich, dass du den denkbar besten Eindruck machst, wenn du in die Schweiz kommst. Ja, ja, Ronny. Auch, das geht nicht, dass du hier noch länger arbeitest. Ach was, der Professor. Aber wir machen dir das Heiratsbüro auf, das du dir immer gewünscht hast. Heiratsbüro? Ist das besser? Aber Mama. Ach, lass mich in Frieden. Ich kaufe hier den ganzen Laden und schmeiße euch alle raus, bis du endlich nachgibst. Madame? Außerdem, ich brauche die für eine besondere Sache. Ich mache nämlich ein tolles Ding, ganz allein. Damit ich jederzeit bei Bruck aussteigen kann, wenn es mir nicht mehr gefällt. Es handelt sich um eine Erfindung. Erfindung? Hatte ich das Gefühl, es könne sich lohnen. Ich habe mich für Sie eingesetzt, aber das wissen Sie ja schon längst. Oh, ich danke Ihnen, Herr Pfarrer. Für meine Weihnachtsfeier verliere ich leider meine besten Leute. Was denn, Herr Pfarrer? Kurt Lehnert und Charlie Bauer auch? Ich sagte ja, meine besten Leute. Aber nein, ich sage lieber kein Wort. Ich sage kein weiteres Wort mehr. Lediglich der Tatsache, dass unsere Gefängnisse überfüllt sind und der eifrigen Befürwortung durch Herrn Pfarrer Behrendt verdanken Sie es, dass ein Drittel der von Ihnen zu verbüßenden Strafe als ein außerordentlicher Gnadenakt mit einer Frist von 3 Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird. Sie können das hohe Fest in Freiheit feiern. Sehen Sie zu, dass Sie diesmal nicht wieder schon nach 6 Monaten hier sind. Donnerschlag, bin ich dünn geworden. Junge, das Leben hat uns wieder. Charlie, gib doch mal ein Spiel. Wie sitzt denn der Anzug, hä? Enorm, Junge. Hä? Enorm. Sowas. Nach 4 Jahren. Nicht mal Klamotten können die aufheben. Stinkt nach Motten, riech doch mal. Weiß ich doch. Meine Herren, ich wollte mich nur selbst von Ihnen verabschieden. Denken Sie trotzdem immer daran, Herr Lehnert.
dass im Leben der innere Mensch entscheidend ist. Tja, wohl auch würden. Ich glaube, das habe ich jetzt erfahren. Durch Sie hindurch können wir in eine bessere Zukunft blicken, Hofwürden. In Sie in Zukunft lieber zu Fuß, Herr Bauer. Autos führen in Versuchung. Mai, Mai. Werden Sie abgeholt, Herr Bruck? Meine Frau und ich haben die 4 Jahre gestrichen. Wir fangen genau dort an, wo wir aufgehört haben. Sie hat damals gerade Sauerbraten für den Abend vorbereitet, als ich abgeholt wurde. Ich werde Sie, ich werde Ihre Stimmen sehr vermissen. Sagst du? Ozon. Freiwillig 2 Stunden länger im Knast bleiben, damit er dem Pfarrer zuliebe im Chor singen kann? Komischer Typ, der Professor, wa? Er wird schon wissen, warum. Also? Ich sag dir nochmal, bei Mama ist Platz genug. Also gut. Komm. Nee, nicht zu Fuß. Immer Treustraße 10. Na klar. Ja. So. Dieser Oberstaatsanwalt. Das kenne ich ja. Halt, halt, Herr Oberstaatsanwalt. Das ist ja ein... Nein, Herr Oberstaatsanwalt, das kann ich nicht zulassen. Da können Sie nicht rein. Warum denn? Das ist ja ein Puff. Ein Bordell? Ach ja, dazu bin ich eigentlich noch zu nüchtern. Herr Oberstaatsanwalt, ich kenne da um die Ecke herum eine kleine Kneipe, wenn ich Sie da ja, vielleicht schön, hinführen ja, darf. Ich komme sofort. Ja. Recht. Ja, ja. So. Sie scheinen mir überhaupt ein sehr kluger Mensch zu sein, dass Sie keinen Frack angezogen haben, sondern Smoking. Ja. Wer sitzt denn da noch um diese Zeit? Guten Morgen. Oh, das Telegramm habe ich fast vergessen. Nein, für Kurt. Für mich? Wahrscheinlich vom Bundespräsidenten persönlich. Wirst schon sehen. Lieber Kurt. Komm doch. Schlimm? Kein Glückwunsch-Telegramm? Da war doch noch irgendwas, wo ich hingehen wollte. Los, los, komm. Komm, los. Oh, was ist denn los? Komm schon. Hast du eine Meise? Los. Entschuldigung, Herr Oberstaatsanwalt. Ich muss ihn immer ins Bett bringen. Ja, guten Abend. Was ist denn los? Herr Ober, kommen Sie mal hier. Bitte schön. Sagen Sie mal, wo ist denn hier die Immertreustraße? Was ist denn los? Unsere Kähne sind am Absaufen. Die schwimmen doch noch. Wir verlieren den Gewinn von 3,5 Millionen und haben zusätzlich noch einen Verlust von über 1 Million, wenn wir die Kähne zurückbeordern. Aber es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Unser ganzes Geld steckt in dem Geschäft. Außerdem noch die hohen Kredite. Ich schlage vor, wir lösen die Firma auf und wickeln die Sache ordnungsgemäß ab. Aber scheißt euch doch nicht in die Hosen. Wir sollten nach New York fliegen und persönlich sehen, was zu machen ist.
Was ist denn? Was willst du denn? Ich bin so traurig. Also raus mit der Sprache. Was gibt's denn? Du hättest mir eigentlich ein Abschiedsgeschenk machen können. Glaubst du nicht? Ich hab dir doch gerade erst einen wunderschönen Wagen geschenkt. Das ist schon lange her. Immerhin. Na schön. Wenn die Abrechnungen aus New York kommen, dann melde dich wieder bei mir. Kannst du nicht von diesem vielen Geld etwas anzahlen? Was brauchst du denn so dringend? Hast du einen neuen Liebhaber? Ach, weil ich abreise. Morgen. Für längere Zeit. Nach Paris oder Rom. Es ist unser letzter Abend. Na schön. Was? Also schön, weil Hochzeit ist. Ja. Ja, zurzeit laufen 3 Schachterschiffe für uns in Richtung New York. Oh, wie viel ist denn da drin? So zwischen 5 und 6 Millionen. Mhm, ganz schön. Die Geschäfte liegen auf der Straße. Wissen Sie, bei Golf geht es mir ganz genauso. Manchmal klappt alles wie am Schnürchen. Vom Tee weg, 150, 200 Yards, immer Fairway, mittellang. Und dann gibt es Tage, da geht nichts, überhaupt nichts. Stellen Sie sich einfach vor, vorige Woche habe ich 3 Bälle in einer halben Stunde im Raff verloren. Ça c'est Golf, Madame.